Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Daniel Ebner. Herr Ebner, ich grüße Sie. Guten Abend. Herr Ebner, wir treffen uns heute hier in einer Schweizer Stadt, die wir schon häufiger besucht haben, Basel. Mhm. Mutenz, ein Vorort von Basel. Basel-Land heißt es. Basel-Land, genau. Ist ein eigener Kanton, weil auch die Stadt ein eigener Kanton ist. Wir haben relativ kleine Einheiten hier in der Schweiz. Mhm. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie sind Geschäftsmann, sind sehr viel unterwegs und haben heute einen Zwischenstopp in Ihrer eigenen Stadt eingelegt, weil es geht danach gleich weiter. Ich muss an dieser Stelle sagen, das ist der längste Anlauf, den ich zu einem Interview bisher hinter mich gebracht habe. Die Idee zu diesem Interview oder Idee kann man nicht sagen, sondern ich beschäftige mich mit dem, wo wir uns jetzt gleich darüber unterhalten werden, seit dem 17. Dezember 1988. Damals sah ich Ihren Vater im Fernsehen. Ich hatte damals noch einen Fernseher und zwar in einer Show, bei der Kurt Felix vorstand. Es war eine Unterhaltungssendung. Kurt Felix aus der Schweiz ist ja schon tot. Und dort ging es um ein Experiment, an dem Ihr Vater beteiligt war, als Miterfinder zusammen mit einem Kollegen Schürch. Und da ging es um Gentechnik im weitesten Sinne oder etwas, was mit Gentechnik zu tun hat, was mit Pflanzen, Natur zu tun hat. Also es ging um eine Zeitreise, eine biologische Zeitreise zurück in die Vergangenheit. Und ich war davon so fasziniert, dass ich bis heute mich immer gefragt habe, was ist da passiert? Ich bin dann, nachdem ich immer wieder mich damit beschäftigt habe, 2007 auf dieses Buch gestoßen, Der Urzeitcode. Ich halte es mal hier in die Kamera. Und neulich, als ich zufällig bei einer Tagung in Saarbrücken war, lag dieses Buch auch auf dem Tisch. Ich fragte den Veranstalter, das Buch kenne ich, ist ein sehr gutes Buch. Ja, um den es im Buch auch geht, nämlich der Sohn desjenigen, der für die Experimente in dem Buch, werden sie beschrieben, verantwortlich ist, Daniel Ebner, der ist hier gerade zur Tür raus. Und sagt, wie jetzt? Der Daniel, den habe ich immer versucht zu erreichen, ist mir nie gelungen. Ich bekam die Mobiltelefonnummer, ich rief an, sie waren gerade auf dem Weg in die Schweiz und wir haben uns verabredet, der schnellste Termin, weil wie gesagt, seit 1988 bin ich da jetzt dran im Kopf, muss her, um endlich darüber zu berichten, weil ich es wirklich sehr, sehr spannend finde. Lassen Sie uns vorne anfangen. Sie gehören zur Familie Ebner. Ihr Vater Guido Ebner ist seit 2001 tot, war genau wie Sie jahrelang oder einen großen Teil seines Lebens bei der Firma Ziba Geigy, die wir als Chemiefirma kennen. Und zusammen mit einem Kollegen, Heinz Schürch, hat er dort biologische Experimente veranstaltet, sage ich mal, oder durchgeführt, die im weitesten Sinne mit Strom funktioniert haben. Wir werden heute sehr viel auch Fachsprache verwenden und ich versuche das so darzustellen, dass wir das alle verstehen. Es geht um Elektromagnetismus, der offensichtlich, und das haben Sie auch nachgewiesen, Ihr Vater hat das nachgewiesen, einen Impact hat auf das Leben selbst. Es verändert sich etwas beim Leben selbst. Und die Ergebnisse, die dort zu sehen waren, waren so elementar, dass man die beiden Forscher erstmal auch für Verrückte erklärt hat. Ja, was heute zum Teil immer noch passiert, das kann ja eigentlich gar nicht sein, widerspricht der Naturwissenschaft. Aber da befinden sich ja Menschen, die, sage ich mal, neue Phänomene entdecken in einem soliden Umfeld. Es gab damals ja auch 100 Physiker gegen Albert Einstein. Was der damals gesagt hat, haben auch viele gesagt, das kann alles gar nicht sein. Ich möchte mit Ihnen über die Forschung sprechen, die Ihr Vater offiziell fortgeführt hat, weil es hat auch mit Ihnen zu tun, es hat auch mit Ihrem Bruder zu tun. Ihr Bruder arbeitete nämlich damals bei Kurt Felix in der Showbranche und hat die Familie Ebner dazu gebracht, ihr müsst dieses Experiment, was ihr gefunden habt in den Laboren von Ziba Geigy, unbedingt ins Fernsehen bringen. Ihr Bruder ist Künstler, stellt gerade auf der Biennale aus und kann deswegen heute nicht hier sein. Herr Ebner, es war auch eine sehr lange Anmoderation. Der Urzeitcode, was ist der Urzeitcode? Wie begann diese Geschichte eigentlich, bevor es überhaupt zu den Experimenten Ihres Vaters kam, auf die wir gleich kommen? Wie ging es eigentlich los? Es gab doch erst Tierversuche. Ja, also erstmal guten Abend und danke für die ausführliche Einführung. Ja, es ist so, dass wir im Grunde genommen bei Ziba Geigy Untersuchungen machten, Tierversuche bezüglich Krankheitsmodellen, bei denen es darum geht, dann die Krankheitsmodelle, die man entwickelt hat, mit Therapien, also mit neuen chemischen Substanzen zu behandeln. Sie als Biologe haben dort geforscht? Da war ich involviert, genau. Mhm. Und wir hatten da Untersuchungen auch im Bereich von Herzinfarkten. Und da ging es halt auch darum, festzustellen, dass wie könnte ein Herz dazu gebracht werden, eine Stressreaktion zu zeigen, die einem Herzinfarkt entsprechen würde. Um dann ein Medikament? Um dann medikamentös da eine Bearbeitung oder eine Behandlung vorzunehmen. Mhm. Das war eigentlich das Ziel und man wollte das nicht invasiv, das heißt nicht mit einer
Applikationen direkt am Herzen machen, sondern von außen im Prinzip eine Wirkung erzeugen. Also man wollte nicht mit irgendeinem Gegenstand ins Herz rein, um da eine Läsion zu setzen, sondern man wollte das von außen in Stress bringen. Mhm. Das hatten wir dann versucht über ein statisches Elektrofeld, da muss ich dann vielleicht erklären, was ein statisches Elektrofeld ist, zu erzeugen. Mhm. Statisches Elektrofeld ist ein elektrisches Feld zwischen zwei Polen. Wir haben ein Plus- und ein Minuspol, den kennen wir von unserem Stromanschluss. Ja. Und da, wenn man sich vorstellt, dass man zwei isolierte Platten einander gegenüberstellt, die daran gehindert werden, dass von der einen Platte auf die andere der Strom als Blitz fließen könnte, sondern dass man die isoliert gegeneinander, dann entsteht trotzdem ein Spannungsfeld, weil der Strom eigentlich rüberfließen möchte vom negativen Pol zum positiven Pol. Das möchte sich ausgleichen. Wenn es das aber nicht kann, weil ich es mit dem Isolator daran hindere, dass es das kann, habe ich ein Feld, nämlich das Potenzial, das aber nicht eben im Prinzip zum Spannungsbogen führen kann. Das ist eigentlich das Spannungsfeld. Das haben wir in der Erde auch. Also wir haben zwischen der Ionosphäre und der Oberfläche der Erde ein elektrostatisches Feld von etwa 130 Volt pro Meter. Ja. Und das kommt zustande, dass wir eine relativ hohe Dichte an Elektronen in der Ionosphäre haben und relativ weniger auf der Erdoberfläche. Mhm. Das wäre dann der Pluspol und der negative Pol wäre dann in der Ionosphäre. Wenn sich das entlädt, kennen wir das als Blitze, die vom Himmel runterkommen. Mhm. Es gibt auch positive Blitze, muss man auch sagen, die von unten nach oben gingen. Ja. Diese Möglichkeit besteht auch, aber grundsätzlich haben wir mal mit normalen Blitzen zu tun, wenn es von der Ionosphäre oder eben von der Stratosphäre auch Blitze runtergehen. Hey, wenn ich Sie unterbrechen darf, also ist etwas Natürliches? Ist etwas Natürliches, das kommt in der Natur vor. Mhm. Und wir haben dann versucht, dieses statische Elektrofeld dem Herzen so darzubieten, dass es sich ständig wechselt in der Polarität. Mhm. Und hatten geschaut, ob jetzt das Herz darauf reagiert. Also von Stress außen entwickelt. Als Stress entwickelt oder sich eben irgendwie adaptiert an diese Depolarisation. Können Sie mal sagen, ein Herz arbeitet ja auch mit Stromimpulsen? Das hat einen Nervenimpuls, der natürlich gesetzt wird, auch durch den Sinusknoten und sich verteilt über die ganze Muskulatur und damit dann zum Herzschlag führt. Ja. Und dieser Herzschlag hat ja einen bestimmten Rhythmus und wir konnten jetzt sehen, dass tatsächlich durch das statische Elektrofeld, das um den Rattenkörper damals gelegt wurde und sich ständig wechselte, die Pulsfrequenz des Herzens in Resonanz ging zu diesem Wechsel des Feldes. Also es wurde synchronisiert? Es wurde synchronisiert. Das war also eine Art induktiver Effekt. Haben Sie damit gerechnet? Nee, haben wir nicht. Aber wir hatten es ja versucht. Wir wollten natürlich sehen, ob das dann zu einem Stress führt. Aber es hat nicht zu Stress geführt, sondern einfach zu einer Adaptation der Herzfrequenz bei der Ratte. War spannend. Das hatte ich dann dem Vater erklärt oder erzählt. Ja. Und wie das ist so beim Familienessen. Und dann ging es darum, dass wir uns jetzt halt damit noch intensiver beschäftigten, ob da vielleicht ein Resonanzphänomen zwischen Elektrostatik und Organismus, der da drin ausgesetzt ist, existiert. Ja. Und das wollten wir dann untersuchen. Das heißt, wir gingen dann, also mein Vater hat dann begonnen und gesagt, gut, ich gehe mal an ein Objekt, das relativ schnell seine Population ändert, also Bakterien, und schau mal, ob da etwas passiert, also ob da eine Änderung zustande kommt. Also und ob dieser Einfluss auf das Leben selbst oder ob es nur bei meinem Herzen funktioniert. Einfach mal gucken. Genau, einfach mal gucken, ob jetzt tatsächlich eine Änderung bei Organismen, grundsätzlichen Organismen passiert. Das heißt nicht nur, dass das Herz eben in Resonanz geht, sondern dass eben auch Bakterien zum Beispiel plötzlich andere Stoffe abgeben. Mhm. Und das war dann auch der Fall. Also sie konnten tatsächlich nachweisen, dass bei verschiedenen isolierten Stämmen, die man kannte, Bakterienstämmen, andere chemische Substanzen produziert wurden und abgegeben wurden. Mhm. Also jedes Bakterium, das wissen wir, wenn es da irgendwo eine größere Population davon hat, beginnt es zu stinken. Ja. Und dieses Stinken besteht ja natürlich auch aus chemischen Substanzen, die abgegeben werden von diesen Bakterien. Ja.
Jetzt, wenn sich die ändern, stinkt es anders. Mhm. Und so kann man das eigentlich darstellen. Bakterien werden auch eingesetzt, zum Beispiel in Kläranlagen, um dort zu arbeiten. Zum Beispiel, sag ich mal, könnten auch da dann angewendet okay. werden. Genau. Jetzt ist es aber spannend auch, und das war das Nächste, was sie dann machten, festzustellen, ob die Änderung der chemischen Substanzen, die abgegeben werden, signifikant ist, aufgrund des elektrostatischen Feldes, das um diese Bakterien herum gesetzt wurden. Also ob man das steuern kann. Ob man das steuern kann und ob das signifikant und charakteristisch ist. Also das ist ja im Normalfall so, dass ein Bakterium auf eine bestimmte Art und Weise stinkt. Ja. Also das heißt, bestimmte Substanzen abgibt, die typisch sind für genau dieses Bakterium. Mhm. Und wenn man das jetzt ändert, ob das immer noch typisch ist, ja. war dann die Frage, weil damit natürlich eine ganz einfache Identifikation von Bakterien möglich wird. Mhm. Man kann eine Erdprobe nehmen, bringt die in ein elektrostatisches Feld, ja. leitet die entsprechenden Compounds, die ja. jetzt, also chemischen Stoffe ab, die abgegeben werden, ja. macht eine entsprechende Analyse von denen und weiß, was in diesem Erdklumpen war. Ja. Ohne, dass man jetzt Ausstriche machen muss über 3 Tage, ja. das wachsen lassen muss, wie das grundsätzlich passiert. Also schneller? Schneller, anders. Mhm. Okay. Man hat zumindest eine zweite Variante, um ja. das auch noch, um ein Bakterium oder eine Infektion oder irgend so etwas auf die Art nachzuweisen. Mhm. Also das war eine Variante. Dann gingen sie, also mein Vater und Heinz Schürch, an die Untersuchung von Farn, weil Farn auch ein relativ ursprüngliche Pflanze ist. Also die Pflanze, der klassische Farn, genau. den wir zu Hause stehen haben. Ja, genau. Meist also getrocknet. ein Wurmfarn, ja. genau, ja. der im Prinzip gefiederte Blätter hat, ja. unter denen die Samen hängen. Ja. Das kennen wir aus jedem Garten oder auch aus dem Wald. Mhm. Und sie nahmen Samen von denen, also nicht das Protallium, also das, was immer wieder ausschlägt im Frühjahr und dann die Blätter wieder verliert im Herbst und dann wieder ausschlägt. Also nicht das, sondern die wirklichen Samen haben sie genommen, mhm. haben die dem Feld, auch einem statischen Elektrofeld, ausgesetzt und daraus Farn gezogen. Darf ich mal fragen, wie stark ist so ein Elektrofeld damals gewesen und wie lange setzt man das dem aus? Kurz ein paar Minuten oder wie ist das? Also damals war es noch so, dass man das ausgesetzt hat, bis kleine Pflanzen entstanden waren mhm. aus dem Samen. Also die hat man dann in Erde gebracht und hat sie weiterhin in diesem statischen Elektrofeld gelassen oder belassen und versucht, die möglichst lange in diesem statischen Elektrofeld zu lassen. Ja. Grundlagenforschung, man wusste ja gar nicht, wo genau, man weiß nicht, wie lange das eigentlich sein sollte. Ja. Und man hat dann später gemerkt, dass es gar nicht so lange sein muss, um ja. eine Wirkung zu erzielen, also eine Änderung zu bekommen. Ja. Beim Farn war es jetzt so, dass tatsächlich die Blattstruktur komplett anders war. Die der ausgesetzte Samen aus dem Wurmfarn, der mhm. gefiedert war, gezeigt hat. Das war dann ein Komplettblatt. So wie Hirschzunge aussieht. Ich darf mal kurz zwischengehen. Also in diesem Elektrofeld wurde also die Samen von Farn im Bund ausgesetzt, mhm. ein paar Tage, und danach kam da ein Farn bei raus, der hatte mit dem Original nicht mehr so richtig was zu tun. Ja, der sah nicht mehr so aus wie das Original. Und man nimmt ja an, dass der wieder gefederte Blätter hätte ja. eigentlich, weil es ist ja die Tochtergeneration, die da entsteht. Und wenn die dann einen komplett anderen Phänotyp, also eine andere Erscheinungsform zeigt, ist das verwunderlich, sagen wir mal so. Als Laie würde man sagen, das ist eine Mutation. Es ist keine Mutation. Es ist ja aus dem Samen entstanden. Mhm. Ich habe ein E-Feld, also ein statisches Elektrofeld, angesetzt. Ich habe ja nichts an dem Samen gemacht. Ich habe an der Genetik nichts geändert, ja. aber es ist etwas anderes daraus entstanden. Wie geht das? Und warum? Ja. Oder? Dann ja. stellt sich die Frage, warum? Ja. Und das ist natürlich das Spannende, was dann auch weiter untersucht worden ist. Also, was machen wir jetzt tatsächlich mit dieser Genetik offensichtlich? Also, ja. die Genetik muss anders sich ausdrücken. Mhm. Sie muss irgendwie komplett anders strukturell sich exprimieren, also sich ausdrücken und eben zu einer gesamtkompletten Blattstruktur führen, die vorher gefiedert war. Warum? Ja. Unbekannt. Mhm. Woher? Unbekannt. Mhm. Wir sagen, diese Informationen sind alle im genetischen Code verankert. Die liegen da vorhanden. Mhm. Und jetzt können wir natürlich daraus schließen, dass wir demnach andere Gebiete des genetischen Codes zur Expression bringen müssen mit diesem statischen Elektrofeld und nicht die ausdrücken lassen, die vorher im Prinzip weitergegeben wurden. Können Sie das mal einem Laien erklären? Also was sind denn Gene, was ist eine DNA? Gut, das ist unser genetischer Code, das ist unsere Erbsubstanz. Ich erkläre es mal so. Ich stelle mir das immer so vor, wir haben 23 Chromosomenpaare zum Beispiel, die unsere DNA darstellt. Wir können das als Buch nehmen mit 23 Kapiteln. Ja.
die Abschnitt A und Abschnitt B haben jeweils, weil wir haben Chromosomenpaare, ja, oder? Also 23 Chromosomenpaare, ein Buch mit 23 Kapiteln, mit je zwei Abschnitten, beim Abschnitt A und B. Ja. Oder beim 21. Chromosom heißt dieser Abschnitt X und der andere Abschnitt Y. Den kennen die meisten, den Chromosom 21. Gut, wenn wir jetzt das nehmen und wir lesen jetzt Abschnitt A von einem Chromosom dann, und nehmen diese Information und wollen die jetzt umsetzen, dann ist das ein Teil, den wir vom Chromosom 21 jetzt, Abschnitt A, ausgedrückt haben. Ja. Und dann nehmen wir vielleicht vom Chromosom 3 ja, noch den Abschnitt B. Ja. Oder wir nehmen den unteren Teil vom A und den ersten Teil vom B ja, und exprimieren oder lesen nur das. Ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir lesen so verschiedene Teile der einzelnen Kapitel, da bekommen wir eine Geschichte. Mhm. Machen wir das mit anderen Teilen ja, von diesen Kapiteln, bekommen wir eine andere Geschichte. Das heißt, Sie können, wenn man das mal als Drehbuch sieht, den Film unterschiedlich zusammenstellen. Richtig. Sachen auch weglassen. Ja. Andere in die Großaufnahme bringen. Wir machen das ja. Also wir machen einen Film, ja, wir nehmen sehr viele Aufnahmen ja, und wir schneiden das dann zusammen. Ja. Wir machen ja eine Sequenz. Ja. Wir nehmen Sachen, lassen Sachen weg, ja, schneiden die raus. Ja. Wenn ich die Sachen, die ich jetzt rausgeschnitten hätte, ja, alle ja, wieder zusammenklebe, würde ich auch noch mal eine Geschichte bekommen. Ja. Einfach eine andere. Ja. Das wäre ein zweiter Film. Mhm. Obwohl ich ja nur meinen machen wollte, bei dem ich Sachen rausgeschnitten habe. Ja. Dieses Rausschneiden hat jetzt in der Natur damit zu tun, dass ich reagiere auf die Sachen, die mich umgeben. Mhm. Wie kann ich darauf am besten reagieren, damit dass ich überleben kann, dass es mir gut geht, dass ich vernünftig mich entwickeln kann in dieser Umgebung. Ist das eine Wechselwirkung? Also wie die Regie hat die Natur und sie weiß noch nicht bei dem, was sie dreht, was sie später zusammenschneidet. Sie reagiert, weil während der Film entsteht, passieren da draußen Dinge. Richtig. Und darauf soll der Organismus jetzt reagieren. Mhm. Dazu entwickelt er diesen genetischen Code, der über evolutive Zeiträume sich vergrößert und vergrößert hat mhm, und dann auch wieder gewisse Sachen verloren hat, also ja, ausgeschnitten wurden und weggetan wurden. Das ist alles das, was passiert ist in der Evolution. Mhm. Aber es gibt immer noch Sachen, die da sind und einfach nicht mehr gebraucht werden mhm, oder nicht abgefragt werden, während dem anderes gelesen wird. Herr Ebner, wenn ich Sie unterbrechen darf, das bedeutet, dass an diesem Film ständig weitergedreht wird, aber das, was im Moment nicht gezeigt wird, ist nicht weggeschmissen. Richtig. Und er hat auch Information. Ist auch etwas, was mal entwickelt worden ist, um zu reagieren auf eine bestimmte Umgebungssituation. Mhm. Das wurde schon so getriggert, dass ja, es entwickelt wurde, um als Reaktion auf eine bestimmte Umweltsituation zu reagieren. Mhm. So wurde dieser genetische Code exprimiert, damit mhm, dieser Organismus eben überlebensfähig war mhm, oder überlebensfähig blieb. Was war denn die Erklärung damals auch Ihres Vaters, dass man eben durch dieses Elektrofeld quasi wieder Teile liest, die wie so ein Wecker, die schliefen? Na gut, also wenn wir sagen, das ist ein Schluss, den wir gezogen haben, ja, dass es wirklich eine Expression ist von eben schlafenden Genen. Das eine ist, wenn man eine Formänderung hat, ja, dann muss doch die Form irgendwie schon mal bewusst irgendwie in diesem Organismus vorhanden sein. Also ein gefiedertes Blatt oder ein volles Blatt, das ist eine Struktur, die grundsätzlich unterschiedlich ist und das muss beides irgendwie verankert sein. Ja. Sonst kann es nicht ausgedrückt oder nicht entwickelt werden. Es ja, muss irgendwie vorliegen. Ja. Und da kamen wir klar auf den genetischen Code. Wir haben dann aber auch gesagt, wir wollen das wissen. Also, und wie könnten wir das etwa nachweisen, dass es etwas ist, das aus früherer Zeit übrig geblieben ist und jetzt wieder reaktiviert wird. Mhm. Und da kamen wir auf die Idee, wir nehmen Archaebakterien, also Ursprungsbakterien, die in der ursprünglichen Umgebung leben konnten, die ja, früher war, wo es noch keinen Sauerstoff gab. Ah, das ist also ziemlich lange her. Das ist ziemlich lange her. Das sind deshalb Archaebakterien, also archaische Bakterien eigentlich. Ja. Da gibt es Salzbakterien. Also das ist die Zeit des Perm, 200 Millionen Jahre ist das? So, so etwa, ja. Okay. Zeit der Dinosaurier. Oder noch älter, ja, oder? Noch ja, älter. Ja. Als der Sauerstoff noch gar nicht da war. Da gab es auch den Dinosaurier noch gar nicht. Okay. Da gab's auch noch keine Bäume, die mussten sich zuerst entwickeln. Die Pflanzen kamen erst später ja, und produzierten dann den Sauerstoff. Das wo kriegen Sie solche Bakterien her? Hm? Bei Mikros gibt es das nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das sind Bakterien, die sich in Nischen zurückgezogen haben ja, und nur noch in Nischen leben, weil sie eben in der heutigen Umgebung nicht mehr existenzfähig wären. Also gibt es ja zwei Reaktionen. Entweder man adaptiert sich an diese Umgebung mhm, und kann damit überleben ja, oder man zieht sich in
Nischen zurück, die mit dieser Umwelt, die sich da verändert hat, nichts zu tun haben. Man also muss dazu Beispiel sagen, dass Sauerstoff ein sehr aggressives Gas ist und das konnten diese Bakterien nicht ab. Ja, also, genau. Also ursprüngliche Bakterien konnten mit Sauerstoff nichts anfangen und die heutigen Bakterien, die können mit Sauerstoff schon etwas umgehen und kennen das auch, während eben die Alten das nicht konnten. Mhm. Gut, und dann, das sind also Salzbakterien zum Beispiel. Die leben in Salz und denen geht es auch gut da. Da haben sie auch kaum Sauerstoff, der ist da nicht vorhanden und die fühlen sich da wohl und leben über andere Mechanismen der Energieschöpfung. Das sind chemische Prozesse. Und bei denen, die leben eben im Salz, die versuchten wir zu adaptieren an weniger Salz. Das, was ja normalerweise da jetzt passiert ist, währenddem wir die Umkehrung auch gemacht haben, dass wir eben Erdbakterien genommen haben, also normale Bakterienkultur, und die wieder an Salz, hohe Salzkonzentrationen gewöhnen wollten. Ja. Und das Ganze unter einem statischen Elektro. Also sind die in beide Richtungen lernfähig? Sind die in beide Richtungen lernfähig, war eigentlich das, was wir nachweisen wollten, dass es der Fall ist oder eben nicht. Oder? Jetzt Archaebakterien, die sich ja zurückgezogen hatten ursprünglich in Nischen, und sich eben nicht adaptiert hatten, hatten damit eigentlich nicht eine Entwicklung gemacht, auch eben in sauerstoffhaltiges Wasser etc., also in dünnere Salzlösungen, hatten diesen Weg ja nicht beschritten, währenddem die anderen das gemacht haben. Ja. Und daraus resultierte jetzt, dass wir eigentlich auch ein Threshold haben müssten, also eine Barriere für die Archaebakterien, bei denen sie dann nicht weiter sich adaptieren konnten an eine verdünnte Umgebung, also an Wasser. Oder? Ja, ja. Das hat tatsächlich bei 3,5% aufgehört. Bei 3,5% gingen die alle osmotisch, also durch den Druck, den sie nicht mehr aushalten konnten, zugrunde. Also mit anderen Worten, sie haben es nie gelernt und von daher können sie sich nicht erinnern. Und konnten es deshalb jetzt auch nicht darauf reagieren. Mhm. Währenddem die anderen Bakterien, die heutigen, adaptierten Bakterien ja ursprünglich aus den Archaebakterien entstanden sind. Die haben diesen Weg ja gemacht. Ja. Die konnten wir unter dem statischen Nähfeld auf 3%, auf 3,5% Salzlösung, auf 14% Salzlösung und bis 28% Salzlösung bringen. Mhm. Und die haben noch gelebt. Mhm. Das ist ja eine wissenschaftliche Sensation. Das ist spannend. Das ist Jurassic Park. Nee, Jurassic Park ist nicht. Ja. Es zeigt einfach, dass es Entwicklungen gibt, und die Entwicklungen als Gedächtnis noch vorhanden ist. Mhm. Das ist das Spannende. Mhm. Wir haben eine History. Und die History ist aber eben auch in jeder einzelnen Zelle vorhanden. Mhm. Die ist da, die ist im Organismus vorhanden. Wie hat Ziba, denn die ja heute nicht mehr Ziba heißen, Sandoz haben die geglaubt, da gehört, glaube ich, Novantis ist, glaube ich, der heutige Name, und Syngenta ist eine Nebenfirma. Wie hat denn die Firma reagiert? Das ist ja Grundlagenforschung, man sagt, oh, das ist aber wahnsinnig spannend. Wie hat die reagiert? War da Begeisterung? Ja, also man untersuchte gewisse Sachen noch, hat da gewisse Forschungen gemacht. Es wurden dann auch an Fischen Untersuchungen gemacht damals, um festzustellen, sind diese Grundlagen verwertbar am Ende. Gibt es etwas, was zu einer Produktentwicklung führen könnte? Und das wurde dann im Zuge der Entwicklung dann verneint. Das heißt, es kam dann nicht dazu, dass das weiterentwickelt wurde. Gleichzeitig muss man auch sagen, kam dann auch eben die Fusion zwischen Sandoz und Ciba Geigy zu Novartis und der Auslagerung der Agrosparten damals, die dann zusammengelegt wurde mit der Agrosparte von AstraZeneca, das ist Syngenta jetzt heute. Also das gab so eine Verschiebung dann auch der ganzen Firmenstruktur eigentlich innerhalb von der Ciba Geigy, und deshalb ist das eigentlich verschwunden. Mhm. Also es wurde noch die Fischexposition, also Fisch-Eier-Exposition im statischen Elektrofeld, das wurde noch patentiert von Ciba Geigy, aber weitere Patente folgten dann erst durch private Institute, die dann... Weil Sie gerade über Fische sprechen, wir sehen hier im Bild eine Forelle, die so ja eigentlich nicht mehr existiert. Nun, also es gibt Forellen, die immer noch eine klare, wunderbare Zeichnung haben und eben auch einen Lachshaken zeigen, wie dieses Exemplar, das ist ein Männchen. Die gibt es noch, wenn wir sehr gute Bedingungen für Aufzucht haben. Dann kommen diese Expressionen des Typus des Fisches noch vor. Der Fisch, den wir hier sehen, der wurde analysiert und bestimmt, genetisch bestimmt, von dem Eidgenössischen Amt, also hier in der Schweiz, vom Fischereiamt. Und die haben gesagt, dass dieser genetische Code, so wie er vorhanden ist in diesen Fischen, etwa 150 Jahre alt ist. Mhm.
Das heißt aber nicht, dass dieser Code in der Expression, wie er jetzt hier vorliegt, nicht heute auch existent ist, ja, auch ohne statisches Elektrofeld. Ja. Es ist ja eine Möglichkeit, wie sich dieser Fisch in der Umgebung entwickelt. Ja. Mit starker Rötung, mit einem Lachshaken, weil es eine Salmonide ist, ja, mit entsprechend vitalerer Ausprägung, weil er nicht mehr einem zugänglich geschützten Umgebung ausgesetzt ist, sondern er ist entstanden, in, sagen wir, gut in einer super Umgebung für ihn, dann macht er vielleicht auch wieder solche Formen und Farben. Dieser Fisch hat auch ein anderes Verhalten. Er hat ein anderes Verhalten gezeigt, ja, als die Elterngeneration, Elterngeneration von diesen Fischen, die nicht dem statischen Elektrofeld ausgesetzt waren. Die sind erstens farbloser, haben weniger Rotfärbung, obwohl alle diese Färbung haben sollten, weil es ist Regenbogenforelle. Und sie sind aggressiver, sie sind vitaler, sie schwimmen behender in der Gegend herum. Aber sie sind scheu. Sie sind scheu auch, also sie haben wieder Fluchtreaktion, währenddem eine gezüchtete Forelle im herkömmlichen Sinn keine Fluchtreaktion zeigt, sondern wenn der Fischzüchter kommt und füttert oder anfüttert oder den Köcher auffüllt, dann kommen diese Fische alle her, weil sie wissen, da bekommen sie Futter. Das machen diese Fische nicht. Dieser Fisch ist auch größer als die klassische Forelle. Er ist etwa ein, ja, wir haben es berechnet, dass er in der Dimension etwa bis zu 30% schneller wächst. Also er ist nicht unbedingt viel länger, aber er ist natürlich auch dicker, je nachdem. Das sehen wir möglicherweise an einem anderen Objekt noch, die dann größer geworden ist als herkömmlich das erwartet wird in der gleichen Zeit. Wie sind Sie denn damals, also die Familie Ebner, Sie haben ja daran teilgenommen, Ihr Bruder hat auch daran teilgenommen, Ihr Vater hat das Ganze natürlich immer federführend geleitet, zusammen mit dem Kollegen Schürche. Wie sind Sie denn mit diesem Phänomen umgegangen? Haben Sie dann auch mal Muffensausen bekommen? Was machen wir da eigentlich? Was ist das? Also wir haben uns eben bei Bakterien und beim Farn etc., da haben wir wirklich das Gefühl gehabt, dass wir einem neuen Phänomen auf den Grund gehen können, dass wir da etwas entdecken, was in der Natur vorhanden ist und wahrscheinlich auch Erklärungsmodelle für die Evolutionssprünge geben könnte, die es gegeben hat, dass es unterschiedliche Spezies gibt etc., die sich dann parallel entwickeln konnten, aber das eben sprunghaft machen, gemacht werden kann, dass wir da irgendwie in der Gegend etwas finden, durch das, dass wir mit dem statischen Elektrofeld ein Phänomen finden, das andere Expressionen ermöglicht. Dass wir an der Genetik nichts ändern, das wussten wir. Weil wir machen wirklich von außen etwas, aber wir haben natürlich etwas, was uns auch umgibt. Also wir haben auch ein anderes statisches Elektrofeld hier in diesem Raum. Also wenn wir rausgehen und nicht in einem Haus sind, das ist auch wieder ein anderes statisches Elektrofeld. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, wird es spannend. Also verhalten wir uns anders, wenn wir draußen sind oder drin. Verhalten wir uns anders, wenn wir überall WLAN-Antennen aufstellen und ständig damit zu tun jetzt haben? Das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Weil die WLAN-Antenne, das sind pulsierende Wellen und pulsierende Felder. Das ist wieder etwas anderes wie das statische Elektrofeld. Im statischen Elektrofeld habe ich es wirklich damit zu tun, dass ich eine Potentialdifferenz zwischen zwei Punkten habe, Polen. Und die sind aber immer gleich. Die wechseln nicht, die verschieben sich nicht, die wandern nicht, sondern sind statisch, sind an einem Ort. Aber wenn ich jetzt logisch denke, würde ich sagen, man kann, wenn man mit Strom und mit Pulsen agiert und mit Spannung agiert, egal wie man kann nichts ausschließen in der Natur, dass es zu einer Wechselwirkung kommt. Das ist richtig, ja. Also alles das, wessen wir ausgesetzt sind. Ja. So, das reagiert sicher. Also da werden wir reagieren darauf. Wir reagieren auch auf die Gravitation. Das wissen wir. Wir haben Angst davor, irgendwo runterzufallen. Wir werden uns festhalten und werden da nicht runterspringen. Da werden wir runtergehen. Wir wissen das. Ja. Bei einem statischen Elektrofeld oder auch bei den pulsierenden Feldern wissen wir es nicht. Wie konnte denn das der Wissenschaft so lange, verborgen bleiben, dass elektrische Felder einen Impact haben auf die Evolution? Weil wenn Sie von Evolutionssprüngen sprechen, das habe ich bei Darwin so nicht gelesen. Die Entstehung der Arten und Strom haben offensichtlich miteinander zu tun.
Ja, also statische Elektrofelder. Ja. Strom ist wieder etwas anderes. Strom ist nämlich fließende Elektrizität. Genau. Oder? Das sind fließende also die Vorform Elektronen. Von Strom, eigentlich die Vorform von Strom. Ja. Nämlich das Potenzial zwischen, also ein elektrisches Potenzial zwischen zwei Polen. Mhm. Und das ist etwas, was eben wieder Organismen selber beinhalten. Mhm. Wir haben Membranen, wir haben eine Haut, wir haben Zellmembranen, wir haben Membranen von unseren Nervenzellen auch. Und bei den Nerven wissen wir, dass wir elektrische Impulse als Übertragung haben, um Reaktionen auszulösen, Muskelzuckungen zu erzeugen etc. Da haben wir entsprechende elektrische Ströme, die fließen. Mhm. Aber das resultiert immer aufgrund von einem ursprünglichen Potenzial, das dann depolarisiert wird. Und damit entsteht dann eine Reaktion. Mhm. Jetzt, wenn ich ein Potenzial habe, kann ich immer davon ausgehen, dass ich, wenn ich darum liegend ein noch höheres Potenzial anlege, dass ich da eine Induktion erzeuge. Also eine Ausrichtung der Strukturen, die ich da in dieses statische Elektrofeld bringe. Mhm. Und dass das eine Reaktion haben kann auf die Dynamik des Organismus, der da drin agiert, das kann ich mir gut vorstellen, oder? Dass da eine Ausrichtung zustande kommt. Ihr Vater als Mitarbeiter, langjähriger Mitarbeiter bei Ziba Geigy, ich glaube, er war seit 62, glaube ich, bei der Firma, der hat es ja auch publiziert. Ziba hat natürlich ein Patent darauf angemeldet, weil er weiß, was daraus wird. Wie hat die Wissenschaftswelt darauf reagiert? Weil das ist ja schon etwas, wo man sagt, verwunderlich. Ja, also die Wissenschaftswelt hat eigentlich nicht darauf reagiert, primär. Also erst in der direkten Auseinandersetzung mit den Leuten, mit denen wir dann in Kontakt kamen und mit denen wir auch das Gespräch suchten, da war dann das Interesse und die Neugier wieder sehr groß. Aber allgemein wurde es eigentlich nicht sehr bekannt. Also es hat sich nicht wirklich stark verbreitet. Deshalb haben wir auch dieses Buch geschrieben, um die Geschichte von dem zu erzählen, wie sich das entwickelt hat und was da für Phänomene eben noch vorliegen können. Mhm. Ein anderer Punkt ist der, dass durch das Patent es in der Zeit, in der mein Vater noch bei Ziba Geigy war, nicht zu einer wissenschaftlichen Publikation kam. Entweder man kann publizieren oder man kann patentieren. Ist immer das Gleiche. Also wenn man jetzt patentiert hat, braucht man dann entsprechend eine Publikation erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man ein Produkt entwickelt, was man auf den Markt bringen will für eine bestimmte Anwendung. Mhm. Das Patent selbst hat das Verfahren schon blockiert und hat es aber eben auch bekannt gemacht. Mhm. Und dann, wenn etwas bekannt ist, kann es nicht mehr publiziert werden in einschlägigen Zeitschriften. Mhm. Also dann kann es natürlich, also in Science oder in Nature kann dann nicht mehr publiziert werden, weil es halt nicht neu ist. Mhm. Es ist ja schon patentiert und damit bekannt. Ja. Dann, aber nicht in Anwendung quasi. Die Anwendung dann schon. Also Anwendungen dann oder eben ausgerichtete Sachen für Produktentwicklung, das würde dann schon wieder publiziert werden können. Zu dieser Versuchsreihe, die sich ja relativ lang hinzog, zählte auch, dass man sich mit Saatgut beschäftigt. Mhm. Was wurde da getestet? Gut, also in der Entwicklung natürlich von dem, dass vom Farn, von einer einfachen Pflanze, ist mein Vater dann auch dazu übergegangen, größere Pflanzen, also Nutzpflanzen, dem auszusetzen, wie Mais und Weizen. Und hat Weizen- und Mais-Samen dem statischen Elektrofeld ausgesetzt und hat damit Versuchsreihen gemacht mit unterschiedlichen Feldern, nachdem er beim ersten Versuch festgestellt hat, es gibt auch da phänotypische Änderungen, also die Expression war anders. Es gab mehr Blattstruktur, es gab dickere Stängel, die Kolbenanzahl beim Mais war plötzlich anders. Der Weizen begann als Busch zu wachsen, was man im Prinzip vom Strandweizen auch kennt. Also da ist er noch nicht entwickelt und kultiviert und kommt auch als Busch vor. Da. So hat er gefunden, ich möchte jetzt auch wissen, wie ich das noch steuern kann. Ja. Also, dass ich ein Optimum finde für die Fruchtentwicklung und weniger Entwicklung fürs Blatt. Ja. Oder dass ich mehr Blattentwicklung habe, wenn ich einen Salat anzüchten will und eben nicht die Frucht haben will, sondern das Blatt, habe ich da Unterschiede. Und tatsächlich ist es so, dass bei unterschiedlichen Spannungsfeldern unterschiedliche Resultate erzielt wurden. Das heißt, es war in diesem Bereich, man musste, wie viel Spannung muss man in welcher Dosis, wie lange zumuten, damit das, was man gerne hätte, rauskommt. Ja, also das war im Prinzip der Ansatz dann. Also man hat festgestellt, es gibt Änderungen. Können wir diese Änderung jetzt aufgrund von der Feldstärke so beeinflussen, dass ein gewünschtes Resultat dabei herauskommt? Beim Mais, beim Weizen, beim Salat,
Und diese Spannungsfelder variieren je nachdem, was man... Was man will. Und erreichen will. Ob es Fischeier sind oder eben Mais, das muss man... Ein Spannungsfeld geht bei allen, das ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, genau. Mhm. So sind jetzt, hat sich herausgestellt, dass beim Mais zum Beispiel 1250 Volt pro Zentimeter notwendig sind, um eine Mehrkolbigkeit zu erzeugen. Während denn beim Weizen für die Buschform bereits 750 Volt pro Zentimeter ausreichend sind. Mhm. Also da gibt es Unterschiede und die hat man dann im Prinzip ausgemacht. Wenn Sie von Mehrkolbigkeit sprechen, in Ihrem im Buch, was Luc Bürgin, der Schweizer Autor, geschrieben hat, fällt auch der Name Jean Ziegler, mit dem Sie über Umwege auch zu tun hatten. Auf diesem Planeten gibt es mehr als genug Nahrungsmittel, die sind nur schlecht verteilt, deswegen stirbt alle 5 Sekunden ein Mensch. Aber wenn man, sage ich mal, den afrikanischen Bauern dazu zu bringen, also statt ihm zu sagen, dazu kauft Monsanto Mais oder Terminator-Samen, der einmal seine Frucht bringt und dann musst du neuen kaufen, könnte man ja sagen, nimm doch mal hier eine Frucht mit einer höheren Fruchtfolge oder auch die schneller wächst oder auch mit mehr Kolben zum Beispiel. Wie viel Kolben trägt denn so ein klassischer Maisstaude? Wie viel sind das im Schnitt? Also zwischen 1 und 3 hat ein normaler Mais, also normalerweise hat er einen Kolben, vielleicht 2 oder eben auch teilweise 3 Kolben, die sie entwickeln im natürlichen Aufzuchtverfahren. Und beim statischen Elektrofeld haben wir halt bis 5, das Maximum, was wir hatten, waren 13 Kolben aus einem Samen. Mhm. Es gibt einfach eine höhere Menge, die daraus resultiert. Und es ist natürlich so, dass auch da wieder der Standard eine Rolle spielt. Die Kolben müssen irgendwie 24 cm groß sein, müssen einen Durchmesser von 4,5 cm haben, dann sind sie wirklich gute Maiskolben. Das ist da natürlich nicht der Fall. Ich habe dann Kolben, die sind nur 7 cm groß und haben einen Durchmesser von nur 3 cm und tragen aber trotzdem vollwertige Maissamen, die ich auch essen kann und die gleichen Inhaltsstoffe haben wie die von den großen Kolben. Mhm. Da spielt eine Rolle, was will man denn? Eine standardisierte Größe von einem Kolben, den man verkaufen kann, oder sind eben die Unterschiede auch zulässig, wenn es mal ein kleiner Kolben ist und der wird genauso gegessen, weil es die gleichen Inhaltsstoffe hat. Gut. Da hatten wir eben bis zu 13 solche Kolben. Beim Weizen war es so, dass wir bis zu 36 oder einmal sogar 42 Ähren hatten aus einem Samen. Mhm. Und da gab es jetzt auch noch verschiedene spannende Elemente. Beim Weizen ist es so, dass die Protein, also der Eiweißgehalt in diesen Samen, die da produziert werden, höher ist. Circa 10-14% höher, wie das beim nicht behandelten Weizen der Fall ist. Das heißt, wir hatten bei einem Versuch, den wir in Laar im Schwarzwald gemacht haben, den Erfolg einer besseren Backfähigkeit vom Mehl, das daraus gewonnen werden kann. Ja. Weil das Protein eine Rolle spielt über die Art und Weise, wie ein Mehl dann auch knetbar und klebrig ist. Was ich sehr spannend fand, wenn ich das im Buch richtig erinnere, dass eben auch Weizen- oder Maissorten plötzlich schneller reif wurden und man sie damit theoretisch auch an Orten anbauen kann, wo das Wetter bisher nicht mitgespielt hat, weil der Weizen oder der Mais zu lange gebraucht hat. Das ist doch eine praktische Anwendung in Gebieten, wo man sagt, da gibt es eine Unterernährung, weil da kann man gewisse Produkte nicht anbauen. Jetzt könnte man das doch. Das ist doch eine praktische Anwendung. Das ist eine praktische Anwendung und das lässt sich auch so machen. Also es muss nicht unbedingt sogar in Gebieten sein, in denen der Weizen oder der Mais nicht kommt. Es geht ja nur darum, dass dort schon Mais angepflanzt werden kann und zu einem höheren Ertrag führt, der dann auch noch fertil ist. Das heißt, wieder ausgebracht werden kann und dann wieder im Prinzip wächst und zu Ähren oder zu Kolben führt, dass man diesen Mehrertrag nutzen würde, um ohne einen Verlust an dem, was man selber essen will, erreichen könnte. Und dass da die Autonomie des Bauern schlussendlich wieder resultiert daraus. Also wenn ich jetzt aus einem Samen halt oder aus Mais aufgrund vom statischen Elektrofeld, bei dem ich die Ankeimung ausgeführt habe, einen 40-prozentigen Mehrertrag erziele, wie wenn ich das nicht mache und dieses Samen, den ich gewinne am Ende, essbar ist und auch fertil, das heißt auch wieder ausgebracht werden kann und wieder eigentlich eine Pflanze daraus entsteht mit wieder Frucht, dann kann ich eigentlich meinen eigenen Kreislauf herstellen. Ich kann dann 140
40% mehr Ertrag haben, bringe diese 40% wieder raus und habe daraus wieder meine Nachfolge, in meinem Nachfolgevegetationsperiode, mein Nachfolgejahr, dann wieder meine Ernte, ohne dass ich wieder etwas zukaufe. So kann ich autonom eigentlich meine Nahrungsmittel herstellen und auch abernten. Damit treten Sie aber großen Saatgutmonopolisten wirklich auf die Füße. Es gibt ja Terminator-Samen, kann man kurz erklären, von der Industrie wirklich gezüchtete Pflanzen, die haben einen hohen Ertrag. Sie müssen allerdings auch Pestizide zukaufen, die praktisch wie so ein Zwei-Komponenten-Kit dafür sorgen, dass da nichts mehr außer diesem Saatgut von der Firma Monsanto oder BASF oder Bayer wächst. Und nachdem das abgeerntet wurde, kann man eben auch Samen zurückbehalten, aussehen, aber die funktionieren eben nicht mehr. Das ist einfach steril. Und wenn Sie jetzt den Bauern die Möglichkeit geben, dass sie eben ohne diesen ganzen Zukauf autonom sind, dann geht ein großes Geschäft flöten. Mag sein. Aber es ist so. Es führt aber auch dazu, dass der Bauer selber schlussendlich wieder sein Saatgut hat und sich selber ernähren kann. Oder die Dorfgemeinschaft in Afrika sich selbst ernähren kann, weil sie nicht immer wieder das neu zukaufen müssen oder eben einfach darauf warten, dass es gebracht wird. Aber um dieses Produkt müssten sich doch die dritte Welt und die afrikanischen Bauern oder die Bauern in Indien oder in Mexiko, die müssten sich doch um dieses Produkt schlagen. Wenn sie es wüssten. Ja, es geht da immer darum, dass man natürlich auch so eine Idee oder eine Erkenntnis verbreiten muss, damit sie auch angewendet werden kann. Mhm. Wir brauchen, klar, eine Applikationsmaschine, mit der man das statische Elektrofeld erzeugen kann, bei dem man diesen Samen aussetzt. Ja. Man muss wissen, dass man den Samen, wenn er angekeimt ist, dann ausbringen kann und dann nicht mehr dem statischen Elektrofeld aussetzen muss. Ja. All diese Kenntnisse, all das muss man weitergeben können. Das müssen die Leute wissen. Mhm. Wenn sie es nicht wissen, verhalten sie sich nicht danach. Mhm. Und die Marketingmaschinerie, die funktioniert natürlich bei einer Entdeckung, die jetzt 1, 2, 3 Personen gemacht haben, anders als wenn das eine riesige Firma macht. Das ist auch klar. Herr Ebner, Sie haben, wir sehen es auch hier im Hintergrund, eine solche kleine Maschine bauen lassen. Die ist portable, Sie können die ruhig mal nehmen. Yep. Sie müssen sie nur am Ende genau wieder an die Stelle zurückstellen, damit die Kamera sie sehen kann. Ja, genau. Das ist eine solche kleine Maschine. Im Grunde ist es eine Schublade, die ist von oben und unten von Blech eingekleidet. Darüber ist eben Plexiglas. Man tut da Samen rein und dann schließt man das Ganze an. Am Stecker selber kann man einstellen, wie viel Strom oder wie viel hoch das Feld, wie stark das Feld sein soll. Und nach der Zeit X, die man vielleicht nachlesen kann, die Informationen geben Sie bei, bringt man das eben aus und hat eben dann diese Samen oder so. So funktioniert das. Genau, also sind immer noch Keimlinge. Man setzt den Samen hier seiner Keimung aus. Indem man dann das statische Elektrofeld eben über die Strombuchse da erzeugt. Mhm. Und das hat den entsprechenden Transformator da drin, der dieses Feld eben erzeugen kann, das zwischen diesen beiden Lochblechen erzeugt wird. Mhm. Im Grunde ist diese einfache Apparatur auch nachzubauen. Bei Ziba sind auch mal Hacker eingedrungen in die Computer und haben mal die Schaltpläne offengelegt. Das ist also relativ einfach, aber wenn man sich damit nicht auskennt, kann man so ein Gerät kaufen. Das nützt natürlich jetzt einem Großbauer nichts, weil wenn der da sein gesamtes Saatgut da drauf packt, dann hat er lange zu tun. Ja, genau. Das heißt, Sie haben auch größere Maschinen davon, die das... Ja, also Großmaschinen habe ich noch keine, aber ich habe Maschinen, bei denen zumindest ein halber Zentner ausgesetzt werden kann an Saatgut, also für das gedacht für Mais und für Weizen. Und die sind 1 Meter auf 50 und 10 cm hoch. Mhm. Das sind Boxen ebenfalls, die einfach einen Deckel haben, nicht eine Schublade, das wäre viel zu schwer. Und da wird dann das entsprechende Saatgut ausgesetzt. Stellen Sie es einfach genau wieder an die Stelle, dass die Kamera es sehen kann. Was müsste ich jetzt, sage ich mal, als Hobbygärtner zu Hause, sagen, das interessiert mich, da möchte ich Tomaten gehen auch? Tomaten gehen auch, ja. Ich möchte gerne Tomaten, die so schmecken wie früher, sage ich jetzt mal. Was muss ich für so ein Gerät ausgeben, um das zu Hause auszubilden? Ist das gefährlich? Gefährlich ist es nicht, nein. Also es ist eben gut isoliert, also es kann eigentlich gar nichts passieren. Es ist selbst, wenn ich sage immer, man soll es natürlich nicht spannungsgeladen bedienen, sondern immer zuerst ausstecken und dann die Schublade rausziehen etc. Ja. Aber es passiert also auch nichts, wenn ich das nicht tue. Aber ich bin dafür, dass man immer spannungsfrei arbeitet mit diesen Geräten. Mhm. So ein Gerät kostet jetzt aufgrund von dem, dass es hier in Deutschland und in der Schweiz hergestellt wird und der Transformator aus den USA kommt, 490 Euro. Ja. Und in Deutschland wird es vertrieben durch den Ehlers Verlag in Wolfratshausen. Mhm.
was Sie machen, ist doch eigentlich Open Source, weil Sie die Informationen freigeben im Bereich Food oder Saatgut. Genau, also Food in Open Source ist eigentlich so unser Slogan, den wir da verfolgen. Das bedeutet, dass man eben das eigene Saatgut über die Keimung fertilisieren kann mit einem statischen Elektrofeld und zu einem Mehrertrag führen und diesen Mehrertrag dann eben wieder brauchen, um sein eigenes Saatgut zu kultivieren und damit wieder Saatgut für sich selbst zu generieren. Also die F1, F2, F3 Generationen immer wieder so auszusetzen und dann gleich immer auch wieder den 40%igen Mehrertrag zum Beispiel beim Mais zu erzielen. Meistens sind es 35%. Okay, da muss ich bin jetzt kein Bauer, ich weiß nur, ein Bauer muss auch Dünger aufbringen und ein Bauer hat auch mit Unkraut und Schädlingen zu kämpfen. Wie ist denn das mit diesem neuen, alten Saatgut? Also beim Weizen haben wir gesehen, dass wir natürlich, wenn wir keine Herbizide und keine Pestizide ausbringen, fruchttragend Weizen entsteht, auch die Buschform entsteht, aber gleichzeitig auch andere Gräser wachsen. Mhm. Das spielt für die schlussendliche Ertragssteigerung keine Rolle. Was lustig ist, weil der Boden ja eigentlich die gleiche Menge an Nahrungsmitteln für die Pflanzen bereithält. Ja. Also, ob ich jetzt da das Herbizid draufgelassen habe, um die anderen zu unterdrücken, dass nur der Weizen wächst, oder ob ich das weglasse, hat für den Ertrag des Weizens keinen Einfluss. Aber Herr Ebner, jetzt... Die Frage stellt sich da nur, wie kann ich das abernten? Wenn ich das maschinell mache, wird das schwierig, weil ich da diese grünen Gräser dazwischen habe, die meinen Mähdrescher ein bisschen in Mitleidenschaft zieht. Währenddem der normale Weizen, der eben herbizidbehandelt ist, natürlich nur Weizen hat. Und da kann ich aber wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, also Sie bringen hier ein Saatgut aus, was zum Teil höhere Fruchtfolgen hat, was keine Pestizide braucht, also keine Unkrautvertilgungsmittel braucht, was zum Teil auch schneller wächst. Und alles, was mir jetzt noch fehlt, ist, wenn ich das maschinell machen möchte, ein modifizierter Mähdrescher zum Beispiel, der das dann abkann. Die Geschichte der Mähdrescher ist relativ lang. Die hat man immer wieder perfektioniert und danach haben sich die Felder entwickelt. Also wenn man jetzt Felder hat, die Pflanzen bringen, wo auch andere dazwischen sind, also die nicht rein Monokultur sind, müsste ich einfach nur eine Maschine entwickeln, die damit umgehen kann. Also im Grunde auch eine Evolution muss da stattfinden. Genau, es muss eine andere Maschine oder eine Maschine hergestellt werden, die eine Unterscheidung machen kann zwischen dem Grüngras, das da wächst, und halt dem Weizen. Mhm. Beim Mais hatten wir eh keine Probleme. Aber mir dämmert langsam, warum wir so lange oder kaum etwas davon gehört haben, das Geschäft mit Pestiziden, Roundup zum Beispiel, aber auch andere, die in Deutschland oder in der Schweiz produziert werden, Syngenta zum Beispiel, ist ja ein Milliardengeschäft. Ich weiß von Syngenta 2006, die haben, glaube ich, 8,1 Milliarden Umsatz gemacht. Mhm. Wenn das jetzt nicht mehr gebraucht wird, dann geht dieser Umsatz verloren. Daran kann doch die Firma kein Interesse haben. Das ist richtig, ja. Will sie auch nicht. Mhm. Aber ich denke, es ist aber auch gut, dass in Gebieten, in denen die Anpflanzung in einer extremen Abhängigkeit von Saatgutfirmen stattfindet, dass da eine Autonomie zustande kommt für die Bauern, unabdingbar. Ich finde das notwendig. Mhm. Also es soll auch eine Entwicklung sein in der Zukunft, dass nicht eine kleine Anzahl Firmen im Prinzip bestimmen, was wir essen. Mhm. Das soll nicht der Fall sein, sondern wir sollten die Vielfalt wieder kultivieren. Mhm. Auch das soll möglich sein. Mhm. Insofern, klar, wäre es schön, es würde zu einem Erfolg kommen und es würden sehr viele Bauern das verwenden oder es würde vor allen Dingen eben auch in Ländern wie Afrika, also in afrikanischen Ländern angewandt. Sie haben das versucht, also Sie haben versucht in Burkina Faso mit Leuten von dort, weiß gar nicht, wie die sich nennen. Es ist eine Kooperation. Also ja, aber wie heißen Bauern, die Bürger von Burkina Faso, wie heißen die? Wissen Sie das? Burkini? Ich weiß es gar nicht. Ja. Die haben das dort versucht, es hat nicht geklappt, es kam nicht genug Geld zusammen, um solche Maschinen in einer Größenordnung herzustellen, dass eben auch die Bevölkerung ernährt werden kann. Genau, es müsste ja größere Maschinen sein, wie die wir jetzt hier haben für Hobbygärtner, weil man kleine Mengen an Saatgut ausbringt, sondern es müssten eben große sein, größere sein, die dann auch betrieben werden könnten, unabhängig zum Beispiel von einem Stromkreis, also direkt durch die Sonnenenergie. Das müsste alles hergestellt, technisch noch hergestellt werden. Und das braucht Geld, das ist klar. Also das. Sie hatten in Basel Kontakt mit einem Mann, dessen Vornamen ich aussprechen kann, den Rücknamen ich Raul Ouedraogo.
Und das war die rechte Hand über viele Jahre von Jean Ziegler, also ein Mann, der aus Burkina Faso kommt. Sie haben versucht, es mit ihm durchzusetzen, aber es scheiterte letztendlich am Geld. Also es gab eine Kooperation von etwa 100 Bauern in Burkina, die interessiert waren, dass sie mit diesem Verfahren mal ihre Felder bestellen würden. Und das war noch Kooperation mit händischer Arbeit. Also die haben wirklich noch mit der Harke sind die auf dem Feld und nicht mit, mit halt Maschinen, wie wir das kennen. Und es kam halt nicht zustande, weil wir hätten auch das Saatgut beschaffen müssen etc. Also wir, die Kosten waren einfach zu hoch. Ja. Das Ganze darunter transportieren, die ganzen Zugangs-, also Verzollungs- und anderen Abwicklungen, die man da halt machen muss und Vorbereitung, das hätte eine Rolle gespielt. Aber vor allen Dingen ging es darum, dass wir so eine Maschine herstellen hätten können, die in zahlreicher Form da gewesen wäre, dass sie die 100 Bauern eben bedient hätte. Oder? Interessant finde ich, dass sie sich gerade auch auf Burkina Faso, dass sich das ergeben hat. Burkina Faso hieß ja früher mal Obervolta. Vor 25 Jahren gab es dort einen sehr charismatischen Präsidenten, Thomas Sankara, der dann aber unter Mithilfe der französischen Geheimdienste ermordet wurde. Dann kam ein neuer Mann ins Amt, der bis heute dort ist. In den 4 Jahren, in denen Thomas Sankara im Amt war, wurde das Land in die wirkliche Unabhängigkeit geführt. Die haben vorher immer importiert und dann haben die exportiert. Die waren also unabhängig und dann plötzlich wurde der Mann ermordet. Jetzt hat es dort wieder nicht geklappt. Gibt es denn in Deutschland oder in der Schweiz Bauern, die sagen, ja, bei uns sind die Verhältnisse ein wenig stabiler, ich probiere das mal aus? Es hat Bauern, die das ausprobiert haben oder auch anwenden. Mhm. Also es gibt ein paar. Aber nur ein paar? Nur ein paar, genau. Können Sie mir sagen, Herr Ebner, wie viele Saatgutproduzenten auf diesem Globus, also grobe Schätzungen, beherrschen denn den Markt? Oder kann man sagen, nein, es sind so viele, kann ich gar nicht zählen? Saatgutfirmen gibt es 5, 6, die wirklich das Sagen haben auf der Welt. Wie heißen die? Ja, Sie haben sie vorher also erwähnt. Also wie fällt denn Monsanto, BASF, Bayer, was gibt es noch? Weiß ich jetzt selber nicht. Was also sind amerikanische oder europäische Firmen? Genau. Afrikanische Saatgutproduzenten gibt es nicht. Nee. Indische Saatgutproduzenten, Multis gibt es nicht unbedingt. Nein. Ich glaube nicht, dass die das gut finden, was sie hier machen. Weiß ich nicht. Ich habe sie nicht gefragt und wir waren nicht in Diskussion miteinander. Also ich habe mit einer Firma, also mit Syngenta, hatte ich mal einen Versuch gemacht. Das ist missglückt. Das war nicht vom Erfolg gekrönt. Und damit hat sich dort eine weitere Zusammenarbeit oder einen Austausch im Prinzip auch erübrigt. Aber es ist auch so, dass es heute ja eine zweite Welt gibt, neben der Welt der Saatgutfirmen, auch hier in Europa. Das ist die Entwicklung von Bio-Saatgut, die gemacht wird von kleinen Kooperationen. Und das sind auch die interessanten Kooperationen, bei denen effektiv auch ein Aufbruch und ein Denken in neuen Dimensionen zustande kommt, was eben auch mit Natürlichkeit zu tun haben soll, wie das Getreide oder das, was wir essen, wächst. Und das ist das, was unterstützenswürdig ist. Die Saatgutfirmen, die großen Saatgutfirmen, das sind Weltmarktführer, die prinzipiell mal ökonomisch orientiert sind und primär nicht zum Wohle der Menschen da sind, sondern zum Wohle der eigenen Institution. Und ich denke, da ist es gut, dass man dieses Gegengewicht auch unterstützt. Ist Saatgut denn auch ein politisches Machtinstrument? Saatgut, ganz sicher. Ja, wie Wasser auch. Das heißt, wer das Wasser ist, kontrolliert oder Erdöl kontrolliert? Wer die Nahrung kontrolliert, der Menschen, der kann die Menschen steuern. Da sind wir ja beim Ausspruch von Henry Kissinger, wer das Öl kontrolliert, kann ein Volk kontrollieren, aber wer Lebensmittel kontrolliert die Welt quasi. Das ist so. Sonst wäre auch kein Rennen darauf, auf die Art, wie das da der Fall ist. Wie geht es mit dieser Entdeckung weiter? Sie, lassen Sie nochmal zurückspringen. Sie haben ja auch, oder Ihr Vater hat sich damals auch mit Farnen beschäftigt und hat dann eben auch Farne entdeckt, also die schon lange ausgestorben waren, die, wo dann Kollegen gesagt haben, oh, der Farn kommt mir bekannt vor, der ist aber schon vor vielen Jahren hier als Versteiner der Form, gibt es den. Ja. Wie geht es mit dieser Entdeckung weiter? Da muss man ja nachfragen, da muss man ja auch Darwin hinterfragen, da muss man ja viele Dinge hinterfragen, wie die Genetik überhaupt funktioniert, wie die Information der Natur überhaupt weitergegeben wird. Das ist ja mehr als nur die DNA, da muss es ja mehr geben. Das ist ja
Ich meine, das, was wir in den genetischen Code interpretieren oder hineindenken, das ist unsere Interpretation. Mhm. Also wir sagen, diese chemische Substanz, die wir da entdecken konnten, die hat jetzt die und die Auswirkungen in den und den Segmenten oder in der und der Codierung, bringt sie die und die Struktur raus. Also Eiweiße, die da produziert werden in der Proteinsynthese etc. Das leiten wir ab. Das können wir auch zeigen zum Teil in Forschungsresultaten und in Forschungsuntersuchungen. Aber das Gesamte, wie sich das entwickelt hat, wie die Geschichte enthalten ist im genetischen Code, darüber gibt es kaum Untersuchungen. Ich möchte mal Ihren Vater zitieren. Die Natur kümmert sich nicht darum, ob wir sie verstehen, sie tut dennoch, was sie tut. Mhm. Ihr Vater hat ja auch Philosophie studiert. Ist das richtig? Nein. Nein, er hat nicht mit Philosophie. Nicht, aber er hat die philosophische Ansätze. Ja, ja. Klar. Er hat nach dem Sinn gefragt in der Natur. Richtig. Also ist das wissenschaftlich? Nach dem Sinn zu fragen? Ja. Ich denke schon. Wir suchen ja auch den Sinn der Zusammenhänge in der Natur. Mhm. Das ist etwas, was naturwissenschaftlich auch gesucht wird und die Neugier als solches bestärkt. Mhm. Und die Neugier selber ist auch der Ursprung und der Förderer dessen, dass wir uns damit auseinandersetzen, was um uns herum passiert. Mhm. Wir wollen ja auch verstehen, um uns selber besser zurechtzufinden, auch mental besseres zurechtzufinden in der Natur. Oder eben um das auch zu nutzen. Es gibt auch das, dass man es halt ausnutzen kann, um Macht über anderes zu erlangen oder über andere zu erlangen, um das auch wieder auszunutzen. Mhm. Das sind alles Elemente, die eine Rolle spielen bei der Wissensbeschaffung oder der Wissensentwicklung. Wir wissen das aus der Wissenschaft, dass wenn es gibt eine Fachwelt, da gibt es einen Konsens, da wird Wissen, was man sich selbst erforscht hat, einfach was man gelernt hat, immer wieder wiederholt. Das ist so safe, das ist der Zeitgeist, die öffentliche Meinung, auch in Wissenschaftskreisen, ist neu. Neugier nur bedingt möglich, sonst macht man sich relativ schnell lächerlich, wenn man etwas ausspricht. Das steht aber, das hat der große Sohn so behauptet, jetzt kommst du plötzlich und sagst, das ist nicht so. Mhm. Es gab ja auch zahlreiche Top-Wissenschaftler im Umfeld ihres Vaters, die gesagt haben, das ist sehr interessant, die das auch nachgemacht haben, das bestätigt haben, können vielleicht auch mal ein paar Namen nennen, schön aus von der Uni Mainz zum Beispiel, ja. Warum ist das Wissen nicht weitergegangen? Das waren einige Koryphäen dabei, nennen Sie sie ruhig, die sich damit beschäftigt haben. Das ist interessant, das stimmt, was Sie da erforscht haben. Ja, ja, also Werner Raber als Genetiker hat das auch gesehen. Nobelpreisträger. Er hat das, er hat meinen Vater besucht im Labor und hat das auch angesehen und auch gesagt, das ist etwas, was man unbedingt weiterverfolgen sollte und auch was einem Aufschluss darüber geben könnte, was eben als epigenetische Effekte schlussendlich im Organismus zustande kommt oder was passieren kann eben, oder? Das sind also Reaktionen, die der Körper oder ein Organismus in seiner Entwicklung zeigt aufgrund von Umweltbeeinflussungen, von Umweltfaktoren. Mhm. Es ist aber auch klar, dass das passiert. Ich meine, eine Pflanze wächst nur, wenn sie Wasser hat. Ja. Sonst ist es ein Samen und der bleibt Samen und entwickelt sich nicht. Also braucht er Wasser, das ist ein Umweltfaktor für den Samen. Ja. Der Same ist da und wartet mal, bis irgendwo Wasser herkommt. Mhm. Und dann entwickelt er sich und vorher nicht. Gleichzeitig reicht das Wasser selber aber zum Beispiel nicht aus. Wenn ich ein Weizenfeld habe, wächst mir Mohn und eine Kornblume da drin, aber es wachsen andere Margriten oder solche Pflanzen nicht. Ja. Währenddem, wenn ich eine Wiese habe, in der der Weizen nicht wächst, wachsen diese Margriten und die Ankerblümle, also das Wiesenschaumkraut etc. Ja. Das wächst dann plötzlich weil es auf der Wiese zusammen existieren kann und sich nicht unterdrückt. Der Mohnsamen ist trotzdem drin. Bis ich dann Weizen bringe, dann kommt auch der Mohn wieder rauf. Ja. Das ist das Interessante. Also das lebt untereinander und bedingt sich auch untereinander. Mhm. Wir sind alles offene Systeme. Wir sind keine geschlossenen Systeme. Folglich reagieren wir auf diese Umweltfaktoren alle. Wenn Sie von geschlossenen und offenen Systemen sprechen, fällt mir ein, die Wissenschaft scheint sich inzwischen geschlossene Systeme verabschiedet zu haben, weil die nicht mehr miteinander kommunizieren. Also zum Beispiel Chemie nur im Rahmen der Physik oder Biologie nur im Rahmen der Chemie. Ist das ein sag ich mal, wissenschaftlicher Babylon-Turm, wo man so viele Sprachen spricht, dass man nicht mehr miteinander kommunizieren kann? Nee, ich glaube, es ist eher umgekehrt, dass man eher als wie mehr wieder miteinander zu kommunizieren beginnt. Ja. Also zwischen Biologie und Chemie und Physik und Geologie etc. plötzlich ein Konsens zustande kommt. Deshalb gibt es neue Wissenschaften wie Biogenetik oder Epigenetik oder Untersuchungen, die Zusammenhänge zwischen
Geschichte und Geologie mit der heutigen Biologie verbinden etc. Also da, glaube ich, sind sehr viele Interaktionen zustande gekommen aufgrund von dem, dass man eben nicht in einem Turm, in einem Eiffelturm für sich selbst leben wollte mit seiner Wissenschaft, sondern dass man da wieder rausgeht und eben Verbindungen schafft. Ihr Vater hat, als er sich mit diesem Phänomen sein Leben lang beschäftigt hat, hat irgendwann bei Ziber ja aufgehört, hat da privat weitergemacht. Es gibt heute ein Guido-Ebner-Institut, das Sie und Ihr Bruder gegründet haben, die weiter forschen, weil es ist ein weites Feld, es ist eine sehr junge Wissenschaft, auch wenn sie von einem belächelt wird, aber von vielen wird sie sehr ernst genommen. Man darf das noch nicht so laut sagen, das ist immer so ein bisschen so. Das ging aber auch Herrn Röntgen so, der durfte das auch nicht so laut sagen eine ganze Weile. Ich glaube auch Madame Curie durfte das am Anfang nicht so laut sagen oder Einstein durfte das auch lange nicht so laut sagen. Ihr Vater hat gesagt, was wir hier entdeckt haben, ist ein elektronisch oder ein Gedächtnis in der Natur, was wir wecken können durch Spannung. Sehen Sie das genauso oder sind Sie schon einen Step weiter? Ja, hat sich Ihr Vater geirrt? Nein, er hat schon recht gehabt. Also eine Induktion führt dazu, dass offensichtlich eben weitere Information, die auch vorliegt, abgerufen werden kann. Die Frage ist das jetzt Form oder ist es effektives Gedächtnis, also effektive Information, die abgerufen wird und die irgendwo brach liegt. Ja. Wenn ich an die Kristallisation von Kochsalz denke, dann weiß ich nicht, ob da irgendein Gedächtnis drin ist oder nicht, aber es hat eine andere Form. Also sobald ich das einem statischen Elektrofeld aussetze, bekomme ich Aztekenpyramiden als Kristallisationsform und nicht mehr Würfel. Ja. Also NaCl kristallisiert, also in Würfelstruktur. Und ich bekomme jetzt halt Aztekenpyramiden, das heißt, da muss irgendetwas geändert worden sein, aufgrund der Induktion durch dieses elektrostatische Umfeld. Anders ist es bei der Genetik, also bei einem Organismus, der sich selber entwickelt und selbst strukturiert ist, da ist eine Information eben möglicherweise in der Art brachliegend, als Gedächtnis vorhanden in der Zelle, und davon bin ich eigentlich überzeugt, dass das der Fall ist, in der nicht sogenannten, nicht gebrauchten DNA. Da kommen wir mal zur dunklen Seite von Forschung an sich. Wer forscht und Wissen fördert, das ist ja nie neutral, der trägt ja auch immer eine Verantwortung. Oft kann er sie vielleicht gar nicht tragen, er forscht trotzdem weiter, weil die Neugier doch eine Sogwirkung entwickelt, aber er weiß vielleicht gar nicht, was er da freisetzt. Also die Geister, die er rief, ja, nehmen wir jetzt mal hier die Erfindung der Atombombe. Da war die Neugier, wie funktioniert, was hält das im Innersten zusammen, und am Ende kam Hiroshima und Nagasaki dabei raus oder eben Atommüll, den wir heute haben und nicht wissen, wohin damit. Es gibt ein Stück von dem Schweizer Dramatiker Dürrenmatt, die Physiker, wo das auch beschrieben wird, dass wir eine Verantwortung haben. Ich denke jetzt mal böse nach. Also ist es möglich, ein menschliches Embryo aus der Jetztzeit zu einem Neandertaler zu machen? Das kann ich dann ideal. Der ist vielleicht etwas unterbelichtet, aber sehr kräftig. Das ist doch der perfekte Soldat. Kann ich das machen? Nein, glaube ich nicht. Also selbst wenn wir den Fisch ansehen, der hat eine genetische Expression von vor etwa 150 Jahren. 150 Jahre jetzt im Vergleich zum Mensch, Homo sapiens von heute mit dem Neandertaler, ist nicht ableitbar. Also das ist nicht parallel. Warum geht das nicht? Kann ich nicht diese Urforelle und noch weitergehen und noch weitergehen und noch weitergehen? Kann ich nicht aus einem Vogel, da sind die Vorfahren ja Dinosaurier, einen Dinosaurier machen, indem ich einfach das immer wieder weitermache? Das hängt an den Umweltbedingungen, die ich habe. Also wenn ich jetzt da mit einem Spannungsfeld, mit einem E-Feld, das ja mein Faktor ist, mit dem ich Beeinflussung erzeuge, dass es so rauskommt, mit 750 Volt pro Zentimeter hingehe, dann bekomme ich einen Fisch, der 150 Jahre alt ist. Dann müsste ich jetzt vielleicht 1 Million Volt pro Zentimeter ansetzen, um vielleicht ein bisschen weiter zurückzukommen. Ja. Aber vielleicht passiert auch etwas ganz anderes. Also es ist nicht einfach linear. Ich glaube nicht, dass das so ableitbar ist, dass ich sagen kann, ich kann jetzt einfach zurückgehen, Stufe für Stufe, und damit im Prinzip Jurassic Park erzeugen. Das glaube ich nicht. Das heißt, die Wissenschaft stochert letztendlich immer noch im Nebel, wenn es darum geht, wie die Natur kommuniziert. Sie kennt nur Teile und sagt dann, das ist so, aber im Grunde weiß sie nur Teile. Das ist sowieso so, ja. Wir wissen nie alles. Also was da wirklich, wie wir kommunizieren mit der gesamten Umwelt, wissen wir nicht. Das haben wir noch nicht erforscht. Welche Rolle spielt denn Ethik und Moral in der Forschung heute, für Sie zum Beispiel speziell? Also, gibt es eine Grenze, wo Sie sagen, das würde ich nicht tun? Ich würde keine solche Forschung mit Primaten machen. Absolut, absolut. Ich mache nicht mal mit. Also ich würde keine Forschung machen in der Art mit nicht
extrakorporalen Samen. Mhm. Also Eiern oder Samen, die außerhalb des Körpers befruchtet werden, ja. Da sage ich, da kann man die Untersuchungen machen. Aber bei Mammalias oder bei allen Organismen, die Eier im Körper entwickeln, würde ich keine Versuche machen. Warum? Also nicht mal bei Hühnern würde ich das machen. Warum nicht? Bei Hühnern würde ich schon angefragt, ob man das da versuchen könnte. Mhm. Und ich sage, nö, würde ich nicht machen. Mhm. Ich weiß nicht, welche Induktion ich erzeuge an dem Organismus, der das Ei umgibt. Auch. Das Ei selbst ist eine omnipotente Zelle. Ja. Die hat noch alles in sich. Ja. Die kann noch alles exprimieren. Der Samen, den ich da aussetze, der hat seine ganze Struktur in sich, seinen Organismus und entwickelt sich. Mhm. Und ändert sich dann offensichtlich aufgrund seiner eigenen Identität und Integrität, die es hat. Ich möchte nochmal auf etwas kommen, was ich für sehr wichtig halte, nämlich welchen Impact das auf die aktuelle Medizin hat. Sie haben ja festgestellt, dass wenn Sie zum Beispiel Organe, die den Menschen entnommen wurden, weil sie transplantiert werden sollen, weil wir meinetwegen einen Motorradunfall hatten, dass sind ja nicht so lange haltbar. Ich glaube 4 Stunden und dann müssen die eingesetzt worden sein. Mhm. Also auch der Ort, wo das Spendeorgan zur Verfügung steht, ist abhängig davon, wie schnell ich es in 4 Stunden, wie weit ich es da bringen kann. Nachdem Sie Organe, wenn ich das richtig erinnere, einem solchen elektromagnetischen Feld ausgesetzt haben, waren die über 24 Stunden frisch, sage ich jetzt mal ganz einfach. Können Sie das erklären? Ist das so? Ja, also es ist so, dass einfach die Zersetzung von Organen, die halt außerhalb vom Körper sind, was die Autolyse, also die eigene Auflösung ist, die ist verlangsamt, wenn man das in einem statischen Elektrofeld macht. Mhm. Also das heißt, wenn ich ein Herz halt aus dem Körper herausgenommen ist, ein ischämisches Herz, einem statischen Elektrofeld aussetze, ist es länger haltbar. Mhm. Also es zersetzt sich nicht so schnell, wie wenn das einfach nur draußen ist, oder? Also ein Herz wird normalerweise in einer Kühlbox dann ausgeflogen. Es wird in einer Kühlbox dann transportiert etc. und vom Spender zum Empfänger gebracht und wird dann wieder implantiert etc. Und das ist eben dieser ischämische Zeitraum von 4 Stunden, den Sie erwähnt haben. Ja. Bei anderen Organen ist das mehr. Ja. Jetzt haben wir festgestellt, dass halt durch ein statisches Elektrofeld, auch mit Kühlung etc., der Gesamtprozess verlängert werden kann der Zersetzung, also dass, bis es zersetzt ist, oder? Bis wirklich die Organellen sich auflösen innerhalb des Organs, also die Zellstrukturen zerfallen. Mhm. Das geht länger und das ist auch wieder bei der Ratte halt untersucht worden, da normalerweise beginnt die Zersetzung da, ohne Kühlung, bei 14 Minuten. Mhm. Und wir konnten das nach 70 Minuten immer noch in dem Zustand halten, dass es eben erst nach 70 Minuten zu zerfallen begann. Das hat doch einen enormen Effekt für die Humanmedizin. Das könnte es haben. Das könnte es haben für den Transport von eben Transplantaten, dass man die länger aufbewahren kann in der ischämischen Zeit, weil sie eben nicht so schnell zersetzen. Mhm. Aber eine andere Anwendung ist es auf alle Fälle auch, und das ist das Aufbewahren von Fleisch oder von Früchten. Ja. Das kann man auf alle Fälle, statt jetzt halt, wenn man keinen Kühlschrank zur Verfügung hat, halt man ein statisches Elektrofeld hat, zumindest, um da eine Verlängerung hinzubekommen, in Gegenden, in denen das vielleicht nutzbar wäre. Mhm. Das wäre vielleicht noch eine viel größere Anwendung, wie jetzt eine Organtransplantationsbox, die das dann noch beinhaltet. Mhm. Oder? Das wäre natürlich machbar. Mhm. Oder? Aber das heißt, es gibt für diese Ergebnisse, die jetzt schon vorliegen, gibt es zahlreiche Anwendungen, wo der Mensch sagen würde, das ist jetzt nicht irgendeine hippe Nummer für Spinner, sondern das ist praktisch und das wäre wertvoll. Also ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung würde begrüßen, wenn Bauern autonom arbeiten könnten und nicht sich verschulden wie der Dritten Welt oder wenn sie hier auch in Europa, in Deutschland sagen würden, ich brauche weniger Pestizide, ich habe mehr, ich kann das auch ausbringen und ich kann das auch vor Ort produzieren. Das heißt, ich muss es auch nicht einfliegen, ich kann es auch als Futter benutzen, ich kann damit aber theoretisch auch den Mehrertrag zu Biobenzin machen, wo ich sonst Probleme habe, weil man sagt, das fällt als Brot weg. Wäre eine Geschichte. Ich glaube auch, dass viele Leute sagen, wenn man Organe schneller transplantieren könnte oder wenn Lebensmittel länger frisch blieben, statt sie mit irgendwas zu bestrahlen. Und das alles auf natürlichem Wege, da wird doch die Bevölkerung sagen, das ist eine gute Idee. Warum wird es nicht angenommen? Oder warum ist es nicht bekannt? Warum ist es nicht eine Primetime-Meldung? Ja gut, also ein Problem ist sicher das Buch, das gibt es auf Deutsch. Ja. Das ist eine kleine Gemeinde, die Deutsch liest. Ja.
Also es gibt so eine französische Übersetzung, die ist noch nicht publiziert. Da wäre schon ein größerer Teil da. Eine englische Übersetzung würde auch Sinn machen, um das auch noch weiter zu verbreiten, damit man die Geschichte zumindest mal überall kennt oder kennenlernen kann, durch das, dass man ein Buch zur Verfügung hat. Oder es braucht entsprechende Initiativen in den verschiedenen Ländern, um halt irgendwo eine Keimzelle zu setzen, die jetzt diese Anwendung umsetzt. Also in Indien, auf Bali etc., auf La Réunion, dass man da halt eben entsprechend auf Mauritius entsprechende Ansätze macht. Auch in Burkina Faso, weil dort findet im Moment statt, dass man eben dort genetisch veränderten Baumwolle anbaut. Um es nochmal zu sagen, das, was Sie, die Maschine produziert keine, das sind keine Genversuche, die da stattfinden. Das ist ein natürliches Produkt, das hat nichts mit GMO zu tun. Nein. Also es ist einfach der Samen, den ich neben dem, dass er von mir Erde und Wasser bekommt, oder einfach noch ein statisches Elektrofeld appliziert bekommt. Lassen Sie uns in Ihren Haushalt zurückgehen, also wo Sie groß geworden sind, zu Ihrem Vater. Ich habe gelesen, es war ein sehr neugieriger, aber auch dominanter Mann. Wie war Ihr Vater? Also ich habe ihn als sehr vielseitigen, als vielseitig interessierten Menschen kennengelernt und hat natürlich auch relativ viel mitgebracht und erläutert und erzählt. Ja. Durch das, dass er auch verschiedene Funktionen jetzt bei Ziba Geigy inne hatte, war das auch immer wieder spannend auch mitzubekommen, in welcher Art und Weise er sich in diesen neuen Situationen dann zurechtfand. Er war zuerst als Farbenchemiker in der Ziba Geigy angestellt und hatte dort die Aufgabe, ein Labor aufzubauen, um Schulungen für die Applikation von Farbstoffen an verschiedenen Materialien den Leuten beizubringen. Ja. Also da kamen dann von überall auf der Welt die Leute zu Ziba Geigy, um zu lernen, wie dieser Farbstoff von Ziba Geigy auf die verschiedenen Stoffarten, also Wolle, Baumwolle, was auch immer, Kunstfasern, appliziert werden kann. Ja. Und das war seine erste Aufgabe. Das hat er über Jahre gemacht und lernte da natürlich auch, wie vermittelt man etwas, wie bringt man etwas weiter raus, dass eine Anwendung, ein Prozedere wahrgenommen und aufgenommen werden kann. Von da ging er dann in die Werbung, ist in der Werbung als Prokurist, zentrale Werbung von der Ziba Geigy aktiv gewesen, was wieder ein anderes Feld ist, was mit Grafik zu tun hat, was mit Darstellung von Verpackungen zu tun hat und Marketing. Marketing auch, also es war das andere auch, ein bisschen Marketing, oder durch das, was man erzählt, was wie man einen Farbstoff appliziert, also dass man Ausbildungen durchführt. Das andere ist, dass man halt dann ganze Verpackungen designen lassen muss oder auch feststellen muss, was gibt es jetzt für Medien und Medienentwicklungen, die man noch machen kann, um ein größeres Publikum zu erreichen oder um besser auf dem Markt sich präsentieren zu können etc. Das war auch spannend. Gleichzeitig stieg er da auch auf und kam ins Management und musste dann auch eine ganze Organisation leiten. Also das spielte alles eine Rolle und hat uns sehr beeinflusst in der Art und Weise, mit was wir konfrontiert wurden. Zu Hause. Aber die Forschung am E-Feld hat ihn sein Leben lang nicht hier losgelassen? Nee, das war erst nachher. Er hat dann, nachdem die zentrale Werbung reorganisiert wurde, hat er die Aufgabe bekommen in der zentralen Forschung damals, dann wurde er versetzt in die zentrale Forschung, den Gedankenaustausch zwischen Universitäten und Ziba Geigy zu strukturieren und zu analysieren, um festzustellen, wo gibt es neue Bestrebungen in der Grundlagenforschung, um Produkte daraus ableiten zu können. Ja. In welche Richtung geht das? Ja. Das war seine letzte Aufgabe eigentlich in seiner Karriere bei der Ziba Geigy. Und da kam er dann eben auch mit in dem Zusammenhang, was ich da zusammen in der Pathologie eben machen musste und der Toxikologie, mit diesem statischen Elektrofeld in Berührung und hat das dann selber weiterverfolgt, neben dem, dass er den Austausch mit den Universitäten gepflegt hat. Wie war das für Sie als Sohn eines so bekannten Mannes bei Ziba, mit dem Namen da auch sein Mann zu stehen? Hat man immer, ja, du weißt schon, hier dein Vater und so, war das schwierig? Nee, das war ja eine relativ große Firma gewesen und da spielt das keine Rolle, wenn man in unterschiedlichen Abteilungen ist.
waren sie sich dessen gar nicht bewusst. Also das spielte keine Rolle, es hat nicht beeinflusst. Aber das, wofür Ihr Vater dann quasi sehr bekannt geworden ist, zusammen mit Schürch, war ja eine Idee, wie Sie es am Anfang gesagt haben, die letztendlich Ihnen auftauchte und er hat sie dann weiterentwickelt. Also das ist eine Gemeinschafts... Das war auch nicht meine Idee. Ja. Also es war ja die Aufgabe, die wir bekommen hatten. Ja. Ja. Und aus der resultierte dann die Auseinandersetzung von meinem Vater mit der Möglichkeit, also er hat den Schluss gezogen, dass jetzt ein statisches E-Feld einen Einfluss auf Organismen haben kann. Ja. Also wenn wir das jetzt umkehren, eben, wir haben Mobiltelefone, da gehen wir von dynamischen Feldern aus, die einen Organismus, also einen Menschen beeinflussen können. Ja. Und denken uns, der Mensch ist statisch und das draußen bewegt sich und beeinflusst jetzt durch seine Bewegung den Menschen, der statisch ist. Und er hat das Bild genau umgekehrt. Er hat gesagt, okay, ich habe ein statisches Feld und ich bringe da eine Dynamik rein, weil jeder Organismus ein dynamisches Geflecht ist, eine dynamische Struktur hat. Ich bringe das da rein und schau, verändert sich das. Das war seine Idee, seine Ableitung aufgrund von dem, dass wir gezeigt haben, dass eine sich änderndes, wechselndes Feld den Herzschlag beeinflusst. Ist das für Sie eine Art Geist im Atom? Geist im Atom? Also das Atom selbst ist natürlich ein statisches, wenn man so will, auch ein statisches Feld. Ja. Es ist aber zwar, dass da irgendwas mit uns kommuniziert, dass da eine Botschaft auch ist, weil wir sehen ja immer wieder neue Dinge, die eine Struktur haben, die, sage ich mal, sich zwar darstellt, dass sie eine Logik hat, dass sie eine Sinnhaftigkeit hat, ein Ziel hat, dass sie auch eine Schönheit hat. Also Doppelhelix haben die damals gesagt, oh, die sieht auch schön aus. Das war dann auch richtig. Schönheit ist auch eine Information. Sehen Sie auch, dass das eine Form der Kommunikation ist, Ordnung zu produzieren? Auch was zu produzieren? Ordnung. Ja, also für uns ist wichtig, dass wir Ordnung haben. Unordnung bringt uns in Unsicherheit. Ja. Das gefällt uns nicht. Wir wollen Ordnung. Obwohl Ordnung selbst eigentlich eine Struktur ist, die sich selbst immer wieder eigentlich auflösen will. Ja. Also die Enthalpie sollte eigentlich immer wachsen. Und sie wird dann wieder reduziert durch diese ordnenden Strukturen, wie wir sie mit dem Denken zum Beispiel machen, etc. Ich glaube auch, dass daraus resultiert, dass wir für uns selber den Weg im Leben suchen und definieren wollen. Aber die ganzen Interpretationen, die wir haben, das ganze Denken, auch das naturwissenschaftliche Denken, was wir alles wissen in der Art, ist Ordnung, die wir uns selbst gegeben haben mit unserem Denken. Also wenn man da weitergeht, heißt das, wir könnten auch da nichts denken und trotzdem sein. Kann man sagen, Herr Ebner, dass Denkmuster, die sich zum Teil bewährt haben, weil sie sich auch in der Naturwissenschaft, sage ich mal, bestätigen, weil wir noch nicht mehr wissen, bis wir es in Frage stellen, dass diese Denkmuster auch eine Art Käfig sind und den Zeitgeist darstellen? Immer, klar. Das sind die Paradigmen, die gerade gelten. Ich meine, gehen wir ins Mittelalter zurück, dann haben die Paradigmen, sind durch die Kirche bestimmt worden. Und wenn man etwas anderes dachte, war man schon leicht dem Feuer ausgesetzt. Also das war nicht unbedingt angenehm, also hat man das auch nicht gemacht. Und heute sind die Paradigmen andere. Es ist ganz klar, dass das auch immer wieder einem Wandel unterstellt ist. Und ich denke auch, dass das in der Zukunft weiter so gehen wird, dass plötzlich wieder ein Umbruch stattfinden wird, auch im Denken. Ich möchte auf eine Firma kommen, Mannheim Power Glass, die angefangen hat, dieses Patent auch vorzustellen, ohne zu sagen, dass es ein Patent ist, was bei Ziba liegt. Also es scheint doch in den Köpfen auch von Industrien zu spuken, dass dort ein Potenzial besteht. Wenn das so ist, ist es gut. Also ich will natürlich trotz allem... Ja. Food and Open Source, also dass jeder Bauer sein eigenes Saatgut produziert und seine eigene Kapazität entwickelt, sich zu ernähren und auch das, was er herstellt, weiterzugeben. Ich möchte mit Ihnen über aktuelle Landwirtschaft reden. Wenn wir uns heute einen Apfel kaufen und dann gehen in einen anderen Laden, kaufen einen anderen Apfel, wie viel Unterschied ist da heute noch dabei? Oder sind das mehr oder weniger Klone? Das sind Klone, also sehr oft. Ich meine, sämtliche Apfelbäume sind eigentlich schon mal gepfropft. Was heißt das? Gepfropft heißt, es ist ein Ast von einem Apfelbaum abgeschnitten worden, der einen Apfel trägt und auf einen Strunk von einem Ahorn oder so aufgepfropft worden, aufgesetzt worden und wächst da jetzt weiter. Ja. Das ist in diesem Ast und in diesem Apfel ist die gleiche Genetik wie in dem Baum, an dem ich den Ast abgesägt habe. Ja.
Dann habe ich noch einen anderen Ast abgesägt, dann habe ich auch wieder gepfropft auf einen zweiten. So kann ich die Apfelbäume vervielfältigen. Und so habe ich jetzt meinen Apfelbestand gemotzt. Mhm. Oder? Und so wird das Ganze auch gemacht. Das ist bei Kirchbäumen auch so. Mhm. Das heißt, also das sind alles, die haben dann alle die gleiche Genetik. Mhm. Und diese Monokulturen, die sind auch ein Grund dafür, dass, wenn dann irgendwann mal eine Krankheit ausbricht, immer gleich ganze Ernten ausfallen, weil das halt alles Monokulturen genetischer Art sind. Und wenn man die Vielfalt natürlich wieder reaktivieren kann, zum Beispiel über dieses statische Elektrofeld, wäre das ein Riesenerfolg. Wir bewegen uns ja hier im Bereich, der im weitesten Sinne auch mit Vererbung zu tun hat. Müssen wir sagen, dass Vererbung doch wesentlich flexibler ist, als wir das bisher angenommen haben? Da geht mehr, das ist eine Spannung, ist eine Wechselwirkung, die man vielleicht auch gar nicht berechnen kann, weil so viele Dinge hineinspielen. Aber wir können nichts mehr ausschließen? Nichts ausschließen. Also wir können Extremsprünge schon ausschließen, das nehme ich schon an. Aber es gibt Entwicklungen, die wir nicht voraussehen können und die plötzlich tatsächlich auch wieder verwundern und nicht in einer logischen Folge stehen können. Also das, was wir aus der Mathematik, je nachdem, als Bifurkation kennen, dass plötzlich unterschiedliche Zustände erzielt werden können aufgrund von einem Parameter, der sich nur leicht verschoben hat, dass plötzlich eine Entwicklung in eine komplett andere Richtung möglich ist. Nicht stattfinden muss, aber möglich ist. Und dann auch irgendwann mal stattfindet, statistisch. Und da gibt es dann tatsächlich neue Entwicklungen, obwohl es ursprünglich einen gemeinsamen Ursprung hat. Also Bifurkationen sind Möglichkeiten, die Natur anbietet, die mathematisch auch schon beschrieben sind und die meiner Meinung nach auch hier eine Rolle spielen. Was machen Sie denn heute hauptberuflich? Womit verbringen Sie die meiste Zeit Ihres Arbeitstages? Also mein Hauptberuf ist, dass ich als eine Beraterfirma leite, die im Qualitätsmanagement und im Projektmanagement tätig ist, bei Kunden der Medizintechnik und der Pharmabranche. Das heißt, Sie sind nicht mehr bei Ziba, Sie waren auch lange, sondern das, was Sie dort als Erfahrung mitgenommen haben, da sind Sie eben privat tätig und beraten. Also wenn jemand ein Medikament produziert, da kommt irgendwann mal die Behörde vorbei, guckt, ob das korrekt ist, damit die Qualität der Tablette dieselbe ist und Sie sehen, da sind Lücken oder Sie wurden angemahnt, dann gehen Sie dorthin und sagen, hör zu, entweder so oder gar nicht. Dann gucken Sie. Oder ich gehe hin und erkläre jemandem, wie er Kontrollen durchführen kann, damit er eine standardisierte Qualität erreichen kann in seinen Prozessen. Das muss nicht unbedingt jetzt nur in der Fertigung von Medikationen oder von Medikamenten sein, sondern es kann zum Beispiel auch in der IT sein. Also das heißt, die Applikationen, die verwendet werden, um Medikamente in der Herstellung zu begleiten und die Daten zu erfassen, wie müssen die denn strukturiert sein, dass die Daten, die da drin sind, auch akkurate Daten sind. Wann kümmern Sie sich um das Guido-Ebner-Institut und vor allem um diese Forschungsbereiche und die Anwendung in der Praxis? Auch untertags. Also das läuft sozusagen parallel. Also ich mache sehr viel am Wochenende, ganz klar, oder abends. Und aber Mailverkehr mit den heutigen Methoden der Kommunikation ist es natürlich auch jederzeit möglich. Also da geht einiges im Prinzip über Mailkontakte und über Diskussionen am Telefon oder dass man sich dann halt eben trifft, auch wie wir uns jetzt getroffen haben und daraus dann im Prinzip wieder etwas entsteht. Also sehr oft entstehen so Projekte, die ich dann ausführen kann, sei das bei einem Bauern, sei das auch bei interessierten Kreisen oder Vereinen. In Österreich war ich schon zweimal, ich war bei einem Verein in Bayern auch mal und war auch bei einem Bienenzüchterverein in Dortmund. Also es gibt sehr viele Interessierte und das ist auch das Spannende daran. Herr Ebner, was treibt Sie denn eigentlich an? Diese Forschung weiter zu... Was ist denn, wo Sie sagen, dass Sie wollen das ja auch, Sie könnten es ja auch ruhen lassen, weil es ja auch mit Arbeit verbunden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass Sie sagen, ein sehr lukratives Geschäft ist, wo Sie sagen, ach, ich habe diese Woche schon meine 77.000. Maschine verkauft. Was treibt Sie an, was wollen Sie? Also das, was ich damit will, ist eigentlich eben die Möglichkeit erschaffen, dass Leute wieder, oder Bauern vor allen Dingen, ihre Grundlage nicht aus den Händen geben, sondern ihre eigenen Meister sein können. Und wenn das gelingt, darüber, dass halt Saatgut selber hergestellt werden kann, auch über einen Mehrertrag, der eben nicht zu einer Einbuße führt, dass sie zuerst mal Saatgut produzieren müssen, bevor sie dann einen Ertrag haben daraus, sondern dass das verbunden ist miteinander, dann finde ich das etwas sehr Wertvolles. Das andere ist, dass das Phänomen des statischen Elektrofeldes halt auf alle Komponenten
Einfluss hat. Also eben, wir sehen, dass am Herzschlag, der beeinflusst werden kann, an der Kristallisation von Kochsalz, an der, am Saatgut, das andere Pflanzenstrukturen entwickelt, an dem, dass ich Bakterien zu anderen Substanzen anregen kann. Da gibt es noch das Halobakterium, das Rhodopsin produziert, oder? Und Rhodopsin ist ein extremer Informationsspeicher, den man produzieren könnte, weil der 7 sterische Konfigurationen hat, die stabil sind. Silizium hat gerade 2, oder? Nämlich 0 und 1. Ist das die Basis für neue Computer? Das wäre Basis für einen Biochip. Ja. Also als Beispiel. Also, ja. Aber das ist natürlich technisch noch nirgends, aber das ist etwas, was machbar wäre und wo Forschung sicher sich lohnen würde. Da fehlt mir jetzt ganz klar das Geld. Also das kann ich, da braucht es entsprechend viel Forschung, die dann noch gemacht wird, auch technischer Art, die ich nicht finanzieren kann. Aber interessant ist es trotzdem. Und das mal rauszubringen und zu zeigen, dass da ein Phänomen vorliegt, das einen Einfluss hat auf alle diese Systeme, die halt eine gewisse Polarität in sich haben. Das ist absolut spannend und das kann uns weiterbringen. Mhm. Sie machen auf mich einen sehr dynamischen Eindruck. Schlafen Sie zu Hause in so einem E-Feld? Es ist sicher ein E-Feld zu Hause. Also ja. Ich wohne zwar in einem Haus, das etwa 500 Jahre alt ist. Mhm. Also was für ein Feld das da drin ist, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe es auch nicht gemessen. Könnte ich mal machen. Mhm. Sicher interessant. Aber ich schlafe also in einem ganz normalen Bett. Mhm. Wenn Sie über dieses Thema sprechen, Sie tun es ja öffentlich, aber vielleicht unter auch Freunden, Wissenschaftlern, wie begegnet man Ihnen da? Eigentlich relativ offen und interessiert. Also es ist noch interessant, dass das Phänomen einfach, man eben nicht daran gedacht hat, dass ein statisches E-Feld eine Wirkung haben könnte auf Organismen und dass da jetzt irgendetwas stattfindet, dass das spannend ist. Mhm. Also die Reaktion ist eher positiv mit den Leuten, mit denen ich Kontakt komme. Mhm. Es gibt auch sicher Wissenschaftler oder so, die sagen, es ist zu unwissenschaftlich, das Ganze, was wir da machen. Und deshalb wollte ich auch, dass Universitäten auch Forschungen treiben daran. Und ich meine, Edgar Wagner an der Uni in Freiburg im Breisgau hat daran gearbeitet, auch kurz bevor er emeritiert ist. Axel Humboldt, Axel Schön in Mainz, ja, hat bei Rothe eine Arbeit gemacht. Es gab in Isny an der Landwirtschaftlichen Fachhochschule eine Arbeit, die Jens Stark gemacht hat. Es gab 3 oder 4 Maturitätsarbeiten, die an Schulen gemacht wurden, eine in Istanbul. Es gab jetzt an der Humboldt-Uni in Berlin 2 Studien und Untersuchungen, die gemacht wurden, deren Resultate ich leider nicht kenne, weil ich sie nicht mitbekommen habe oder man sie mir nicht geschickt hat. Aber gut ist, dass es gemacht wurde und dass man sich damit zumindest mal auseinandergesetzt hat. Und trotzdem spüre ich doch auch Berührungsängste bei der klassischen Wissenschaft. Ja, warum ist das? Ist das Grenzwissenschaft oder? Also alles, was natürlich mit Feldern zu tun hat, hat ein bisschen einen esoterischen Touch. Mhm. Wenn man über die Gravitation redet und diese Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, die Gravitation eben zu überwinden etc., da gibt es dann ziemlich viele, die sofort das Ganze eben nicht mehr wissenschaftlich, sondern esoterisch anschauen. Es gibt weitere, die halt in der Kritik stehen, wie das bei ursprünglich bei Tesla der Fall war, der einfach auch komplett in die Kritik kam, obwohl seine Ansätze ähnliche Komponenten hatten und spannend waren, sicher. Er hat aber da auch nicht wahrscheinlich die Unterstützung gehabt, dass er sie so wissenschaftlich durchführen konnte, dass er eben auch eine Akzeptanz fand. Ja. Trotzdem wird jetzt eine Einheit nach ihm benannt. Also ja. Er war dann trotzdem irgendwie in seiner Reputation wiederhergestellt, aber er stand tatsächlich stark in der Kritik. Mhm. Und es ist immer schwierig, mit etwas Neuem eine große Population ansprechen zu können. Das ist schwierig und wird weiterhin schwierig sein. So wie es jetzt heute läuft, bin ich eigentlich zufrieden. Ich habe kontinuierlich Kontakt immer wieder zu neuen Leuten und zu neuen Personen oder auch eben Vereinen etc., was dazu führt, dass sich das Gedankengut weiter multipliziert. Und wenn das wirklich sich verbreitet und darüber nachgedacht wird, ist eigentlich schon der Hauptteil eigentlich geschafft, weil sich wirklich mehrere Leute damit auseinandersetzen. Warum fällt es gerade Wissenschaftlern so schwer, die eigene erlernte
akzeptierte und bestätigte Betrachtungsweise zu ändern, das zu hinterfragen. Wissenschaft sollte auch immer das eigene Wissen hinterfragen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Reputation, die damit verbunden ist. Mhm. Also will man sich exponieren, will man sich je nachdem in den Wind stellen, in einen Gegenwind, der möglicherweise aufkommt, weil die Grundstruktur etwas anderes aussagt als das, was man da jetzt gerade vor sich hat. Und dass man versucht, dann eher in der bestehenden Struktur zu erklären, als in neuen Strukturen, weil die neuen Strukturen sowieso dann wieder unscharf sind und deshalb eher wieder esoterisch angesehen werden und deshalb die Reputation wieder zugrunde, also vermindert wird. Also ich glaube, das spielt alles eine Rolle, wie stark man sich exponieren will, ob man sich exponieren will überhaupt oder ob man einfach in seinem Forschungsfeld ein besseres Verständnis für das Bestehende in der Paradigmenwelt, in der man steht, weiterzuentwickeln, als eben neue Paradigmen zu bringen. Mhm. Ich meine, wo steht ein Rupert Sheldrake mit seinem morphogenetischen Feld? Ja. Er ist immer noch irgendwo aneckend. Ja. Obwohl, auch hier, man könnte über morphogenetische Felder ohne weiteres reden. Warum hat sich jetzt von einem Wurmfarn plötzlich das morphogenetische Grundkonstrukt für den Farn in eine Gesamtblattstruktur geändert? Mhm. Warum? Ja. Oder warum bringt jetzt der alte kultivierte Weizen, den wir zurückkultiviert haben, dass er große Ähren macht, dafür nur noch 3-4 Stängel produziert, statt einem Busch? Warum macht er jetzt wieder diesen Busch? Ja. Warum? Mhm. Also das sind die Fragen, die dann vielleicht über ein morphogenetisches Feld auch erläutert werden könnten. Mhm. Oder da die Grundstrukturen zeigen, oder? Herr Ebner, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Welche Rolle spielt für Sie generell Respekt in der Wissenschaft gegenüber der Natur? Sehr hohen Wert hat das. Weil wir sollten uns der Natur gegenüber naturfreundlich verhalten, nicht naturschädigend. Mhm. Wir sollten versuchen, mit dem, was wir können oder was wir leisten, nicht die Natur zu schädigen, sondern sie zu fördern oder für uns so zu nutzen, dass sie nicht leidet. Mhm. Also so, dass wir das eben insgesamt versuchen zu verstehen, was auf uns einwirkt, zu nutzen auf eine Art und Weise, die eben nicht zerstörerisch ist. Also in Harmonie. In Harmonie, ja, genau. Würden Sie die Erde als ein Gesamtleben bezeichnen, wo wir verschiedene Lebensformen uns selbst auch sehen können, aber das alles sind letztendlich Metaphern für Leben an sich, von dem wir gar nicht wissen, was das ist? Wissen wir ja nicht. Wissen wir nicht, ja, genau. Also ich sehe die Erde als gesamten Organismus an, ja. Also das ist auch ein Organismus, ein eigener Organismus, der seine gesamten Strukturen hat, seine Abläufe, seine Veränderungen und seine Geschichte. Was ist die Botschaft? Die Botschaft davon, wir sollten Sorge halten und Sorge geben zu all dem, was uns umgibt. Und auch nicht alles machen, was wir können. Das kommt auch dazu. Selbst wenn wir technisch etwas könnten, dass wir es nicht unbedingt tun. Ihre Frage vorher auch wegen dem menschlichen Embryo, den wir dem statischen Elektrofeld aussetzen. Es muss nicht unbedingt sein, alles zu tun, was man vielleicht machen könnte. Die Geister, das ist, die ich rief. Es ist die Ethik. Es ist die Ethik, also die eigene Überzeugung von dem, was man als gut oder als schlecht bezeichnet, für sich selbst. Dem sollte man auch gerecht sein und sollte sich auch nach dem verhalten. Man sollte seinen eigenen Ethikkodex oder Moralkodex pflegen und leben. Also den eigenen Ethikcode. Ja, genau. Kann man auch sagen, genau. Herr Daniel Ebner, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit zu später Stunde, dass Sie für uns Zeit hatten nach einem langen Arbeitstag. Ich glaube, wir konnten sehr viele Leute neugierig machen. Ich kann auch nur das Buch empfehlen, Urzeitcode zu lesen und sich intensiv auch mit den Namen zu beschäftigen, die im Buch beschrieben werden, weil sehr viele Wissenschaftler beschäftigen sich mit allem, was damit zu tun hat. Und ich denke, es ist eine sehr spannende Wissenschaft und man kann eine Menge lernen. Ich denke, dass wir hier auch wieder etwas sehen, was die Natur ständig tut. Sie kommuniziert mit uns in Metaphern. Und das ist eben auch eine Metapher für was, die Frage muss sich jeder selber beantworten. Vielen Dank. Dankeschön auch. Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast Daniel Ebner hier in Basel haben wir ihn getroffen. Urzeitcode ist ein Buch, nicht von ihm geschrieben, aber was über seine Forschung, die Forschung der Familie Ebner auch seines Vaters spricht. Ich kann nur sagen, ich bin auf diese Geschichte 1988 gestoßen und sie hat sich bis heute bei mir so festgesetzt, dass ich, obwohl 88 schon eine lange Weile her ist,
alles dafür getan, um dieses Gespräch stattfinden zu lassen. Und ich denke, wir haben hier ein spannendes Gespräch geliefert. Macht euch schlau, klickt das an, gebt es weiter, lest und erweitert euren Geist. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch. kenfm.de